Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei der SCC GT3 World Tour mit Rennen Nummer 9 der Winter Season live aus Autopolis, heißt hier eine Strecke aus Japan. Sehen wir uns heute Abend live. Und dabei mit mir hier wieder in der Kommentatorenkabine Andreas Hering. Hi Andi. Ja, Konbanwa alle zusammen. Ja, okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Mein Japanisch ist doch eher nicht vorhanden. Daher. Wir starten rein hier ins Wochenende. Bestes Wetter, mehr oder weniger. Also es läuft, glaube ich, kein Regen angesagt. Und natürlich der Ablauf wie immer. Gleich 15 Minuten Quali, Escape-Verbot. Nur in der Boxengasse entsprechend. Und dann kurze Pause und dann anschließend das Rennen über 90 Minuten, wie immer. Und wir gucken bei der Gelegenheit, kurz bevor es jetzt dann gleich richtig ernst wird, schauen wir mal ganz kurz auf die Meisterschaftswertung. So, mal Seiten. Wie ist das denn hier? Wo ist es denn? Da ist es. Da ist sie nämlich schon. So. Gehen wir nämlich einfach mal wieder die Top 10 durch, wie immer. Und den Rest scrollen wir wie immer kurz dann durch. Maximilian Dehn auf der 1 nach wie vor mit 282 Punkten. Vor Loris Brock mit 230 Punkten. Und dann auf Platz 3 Yannick Pleiss mit 228 Punkten. Also nur zwei Punkte dahinter. Und mal gucken, ob er in diesem Rennen was reißen kann und direkt dann vorbeigeht. Oder Loris vielleicht ordentlich Punkte einfährt. Mal schauen. Mit viel Gewicht ist es natürlich auch nicht so einfach hier auf der Strecke, habe ich mir sagen lassen. Dai Ersting dann auf der 4 mit 211 Punkten. Im letzten Rennen auch sehr, sehr stark gewesen. Andreas Hering, ja, der wird leider keine Punkte machen, sitzt ja bei uns hier mit, aber sammelt fleißig Punkte als Kommentator. drücken Andi natürlich dahingehend hier weiter die Daumen, dass er natürlich dann hoffentlich bald wieder fit ist. Aber wie gesagt, natürlich das gute Fachwissen hier, das genießen wir natürlich im Stream. Und Markus Krüger dann auf der 6 mit 209 Punkten. Dann geht es dann weiter. Jan Schmid auf der 7 mit 206 Punkten. Matthias Weber auf der 8 mit genau 200 Punkten. Andreas Walter dann auf der 9 mit 198 Punkten. Und die Top 10 komplettierte Michael Marquardt mit 193 Punkten. Dann mal ein bisschen durchscrollen. Zum anderen auch noch wie Thomas Batzke, Carsten Hoffmann, Frank Flipsen, Milan Kort, Robin Ricke. Alle noch gut auch mit dabei. Und ja, wird sicherlich auch hier in Autopolis wieder ordentlichen Run auf die Punkte letztendlich geben. Und ja, wir sind gespannt und gucken dabei nochmal ganz kurz Richtung Team Standings. Und genau nochmal ganz kurz die Top 10 durch. Vortex Motorsports Performance Team Deuces mit 491 Punkten aktuell auf der 1. Vortex Motorsports Extreme auf der 2 mit 439 Punkten. Auf Platz 3 dann die Wood Drunken Warriors mit 393 Punkten. Simsa Esports auf der 4 mit 388 Punkten. Vortex Motorsports dann auf der 5 mit 352 Punkten. SEC Team Minken Esports 1 mit 327 Punkten. Online Sim Racer auf der 7 mit 292 Punkten. Bros Racing auf der 8 mit 267 Punkten. Auf der 9 Team International Racing 2 mit 240 Punkten. Und die Top 10 komplettiert die Wood Racing Legends 179 Punkte. Den Rest gucken wir auch nochmal kurz durch und gehen dann gleich live Richtung Strecke. Und zwar nämlich dann schon das Qualifying erwartet. In wenigen Augenblicken, wenn wir mal auf die Uhr gucken, noch knappe 4 Minuten haben wir Zeit. Und schickt natürlich auch nochmal gute Besserung auch an Hasse Osterkamp raus. Der kann heute Abend nicht mit dabei sein, ist krank, fällt leider aus. Und drückt natürlich auch ihm die Daumen, dass er da schnell wieder fit ist. Und sind aktuell hier gerade, eigentlich nochmal hier unser Overlay hier entsprechend aussehen muss. So, das passt jetzt auch. Jetzt auch GT3 World Tour Logo wieder oben in der Ecke soweit und aktuell hier im Bild einen der neuen alten Bentleys, kann man fast sagen, glaube ich, Markus Mitacek, quasi das Fahrzeug gewechselt, aber bei ihm, glaube ich, ist nicht wieder zurück auf Bentley, oder? Ich glaube,
Maddie war bisher noch nicht auf dem Nein, Bentley, er ne? war noch gar nicht auf dem Bentley. Ich weiß gar nicht, was er vor dem Mercedes gefahren ist. Aber So. das war so, weil ich eben mit dem Gedanken liebäugel, wieder auf dem Bentley zurückzugehen, wenn ich dann wieder am Start bin, hat er eben auch mal getestet ja, hat sich auf Anhieb wohl gefühlt. Und ja, dass wir vielleicht dann in Zukunft auch wirklich mal einheitlich unterwegs sind. Ja, das würde ich Ja. natürlich sehr begrüßen an der Stelle. Beziehungsweise macht natürlich durchaus Sinn, auch im Sinne von Setups austauschen, Setup-Arbeit, logischerweise. Und ja, ne? Ja, du sagst es. Du wechselst ja dann, sobald du am Start bist, ja auch wieder quasi auf dem Bentley zurück. Und ja, das Schlachtschiff also dann wieder den angestammten Platz Ja. unterm Hintern. War Quasi einfach fallen lassen. vertraut, weil nichts gegen Ferrari. Ferrari absolutes Monster, wenn er passt. Aber ich sag mal so, Bentley ist relativ einfach einzustellen, beziehungsweise da ist ein sehr gutes Grundsetup drauf. Ich will mir es jetzt einfach für die nächste Saison ein bisschen weniger anspruchsvoll machen mit Einstellungen. Ja. Nee, aber wie gesagt, gegen Ferrari kann ich grundsätzlich nichts Schlechtes sagen. Ist halt Gewöhnungssache, dass man da eben die Vorderreifen am Leben erhält. Ja, aber ist halt auch sehr, sehr schnelles Auto. So, ja, bei Smeddy ja natürlich das Ding, wenn er zurück oder jetzt auf den Bentley wechselt, vor Mercedes, ich muss mal ganz kurz durchgehen, ne? Also, vor Mercedes war jetzt zuletzt der M4, dann Ja. davor, glaube ich, noch McLaren. Ja. Lass mich überlegen, was hat Smeddy noch gehabt? Ist er mal Corvette gefahren? Ich weiß gar nicht. Boah, doch, doch, Smeddy hat, glaube ich, auch mal Corvette gehabt. Doch, ist, glaube ich, schon ein paar Jährchen her. Aber auf jeden Fall, ne, Smeddy kennt schon ein paar Autos. Ja, aber nicht, dass ihm die nicht gefallen, sondern wir haben natürlich auch immer wieder bei R-Factor auch diverse BOP-Updates, Balance of Performance. Und so verändern sich natürlich die Autos. So, das oder auch das ist natürlich einer der Gründe, warum für jede Saison auch wieder ausgiebig Tests von den Teams veranstaltet werden, um die Fahrzeuge durchzutesten, um zu gucken, welches Fahrzeug ja, passt ihnen am besten letztendlich. Und ja, ein Fahrzeugwechsel pro Saison erlaubt. Das hat Smeddy jetzt hier wahrgemacht. Und sind wir mal gespannt. Ich weiß noch, als der Wechsel von BMW auf Mercedes kam, da ging es schlagartig richtig bergauf. Und also das war einfach ein haushoher Unterschied da bei Smeddy, wie er sich dann wohlgefühlt hat im Auto, was er alles mit dem Auto machen konnte. Ja, die Sache ist halt auch, Mercedes ist halt auch ein Reifenfresser, muss man so sagen. Und Maddys Fahrstil ist jetzt auch nicht wirklich der reifenschonendste. Und deshalb ist jetzt eigentlich mit dem Bentley, wie gesagt, die ersten Testkilometer, die gefahren ist, da hat man sogar den gleichen Reifenverschleiß. Also da hat er sich deutlich wohler gefühlt und konnte deutlich angenehmer fahren. Was halt beim Bentley ist, im Vergleich zu Mercedes, du musst deutlich mehr mit dem Gas spielen. Das ist, da ist er, auf dem Gas ist er sehr empfindlich. Das musst du echt jederzeit unter Kontrolle haben. Könntest du natürlich mit dem entsprechenden Flügel ausgleichen, aber dann kostet es dich wieder Topspeed, den natürlich die anderen Autos eher haben. Aber dafür ist er beim Rausbeschleunigen, ist er eine Bombe. Ja, der gilt natürlich schon als brachiales Gerät, wenn es darum geht, aus der Kurve rauszubeschleunigen. Und ja, ist natürlich auch vom Auftreten her sehr, sehr massiv. Von daher eigentlich mal schon eine gute Waffe, sage ich mal, auf der Strecke. Und ja, da sind wir jetzt mal gespannt, denn es geht jetzt quasi direkt los. Gucken mal, einer der ersten ganz vorne, ja, meistens für gewöhnlich, kriegen wir ihn mal Ich ins finde Bild, es Loris schön, dass Bock. bei dir besser geklappt hat, weil bei mir hat es jetzt das Spiel abgeschossen. Oh no! Okay, das ist Na natürlich. gut, ich bin ja Aber nur ich Spectator, von dem her ist alles gut. bin froh, dass hier das Spiel nicht abgeschlossen hat. Ja, das ist schon mal etwas. So, wir gucken mal, ob ist ein bisschen schwierig. Ersten Minuten, jetzt geht's los, ob wir da vorne einen erwischen. Ja, versuchen wir mal. Gerade mal übers Live-Timing gucken, wer der vorderste ist. Momentan die 14. Das ist Thomas Batzke, der erste auf der Strecke sein dürfte.
So, gucken wir mal. Ja, perfekt. Dann nehmen wir mal Thomas Batzke als bestes Beispiel und blenden jetzt natürlich auch mal vernünftigerweise auch die Qualifying-Box ein, damit wir die Zeit natürlich auch ein bisschen mitlaufen sehen, logischerweise. So, und schalten hier noch dann auf die berechneten Werte hier im Tower. So, ja, Qualifying läuft. Und dann mal meine Camps hier noch mal ein bisschen im Augenblick oder im Auge behalten, so rum. Und schauen jetzt, gehen wir hier nicht mal mit an Bord. Und schauen Thomas Batzke da mal direkt aufs Lenkrad, wenn ich dann gleich auf seine Runde geht. Jetzt hier noch im Mittelstück der Strecke. Hier geht es natürlich auch ordentlich hoch und runter, Andi, ne? Also Berg- und Talfahrt ist hier doch ziemlich angesagt. Ja, es ist quasi, der erste Sektor ist eigentlich komplett flach und dann im zweiten Sektor, da hast du einen langen, langen Aufstieg bis zur Haarnadel, um dann quasi wieder die Abfahrt zu haben und dann quasi wieder einen U-Turn zu machen, um nach oben zu kommen. Also es geht richtig schön rauf und runter. Und gerade also mit den Höhenunterschieden ist aber in erster Linie die Haarnadel oben, ist eigentlich der härteste Part. Weil da kommst du wirklich genau über die Kuppe drüber und da das Auto zu halten. Ja, beziehungsweise musst du einfach aufpassen, dass du da nicht zu früh aufs Gas gehst und dass du hier nicht wegdrehst. Ja, das stimmt. So, wenn hier nochmal zwei kleine Bildsteher nochmal waren, das liegt einfach daran, dass noch zwei Fahrer noch auf dem Server gejoint sind. Also keine Sorge, performance-technisch sind wir bisher tatsächlich noch ganz gut. Ich hoffe, das überstehen wir auch hier bei dem Rennen ganz gut. Fürs nächste Rennen, Treiber-Update ist geplant bei der Grafikkarte, sodass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Performance rauskitzeln können. Jetzt verfolgen wir erstmal Thomas Batzke hier im ersten Sektor. Natürlich erstmal logischerweise Bestzeit da für ihn. Wir gucken mal ein bisschen um uns herum dann auch auf den Zeitenmonitor, was die Bestzeiten angeht. Liegt ja bisher sehr gut. Bas van Grunsen im ersten Sektor mal direkt nochmal eine Hausnummer draufgelegt. Da bleiben wir mal optisch ein bisschen drauf und gucken Thomas Batzke hier im Auto natürlich logischerweise weiter zu. Andreas Walter auch nochmal einen draufgelegt, 31,7. Also da geht tatsächlich anscheinend noch ein bisschen was. Aber Thomas Batzke, wie gesagt, erste Runde, der bleiben wir hier natürlich logischerweise erstmal drauf. Kommen jetzt hier in den Abschnitt, den Andreas uns gerade hier ein bisschen erklärt hat. Nicht so einfach zu fahren. Und ich hoffe natürlich, dass die Fahrer hier inzwischen mehr Grip haben. So, jetzt kommt nochmal ein weiterer Server drauf. Ein weiterer Server, ein weiterer Fahrer. Ja, join gerade ein paar Server. So, Michael Marquardt, der ist gerade noch jetzt auch noch gejoint. Also 32 Starter jetzt gerade aktuell hier mit dabei. Und, Smeddy mit Dreher. Oh, da knackt Stefan Deneke innen rein. Nein. Okay, aber Thomas Batzke jetzt erstmal über die Linie 1, 41, 42, 43, 0. Und wir hüpfen ganz kurz zu Andreas Walter, der ja auch sehr, sehr schnell war. Ich glaube, für Smeddy ist die Quali vorbei. Ich glaube, da kommt nicht mehr weg. Oh, ja, wir müssen gleich mal ganz kurz schauen. Andi Walter, jo, hat es geschafft. Auf die 1 nach vorne vor Bas van Grunsen. So, hier müssen wir ganz kurz. Smeddy. Doch, er fährt noch. Ja, er fährt wieder. Stefan Deneke fährt auch noch in die Box wieder zurück. Ja, die Autos sind schwer beschädigt. So, übrigens da gerade, ja, mal ganz kurzer Bildsteher, nochmal ganz kurz gewesen, aber ja, Lenkrad ist natürlich bedenklich schief, aber das Gute natürlich, die Runde ist hier nicht so extrem lang, während er jetzt gerade nur geradeaus fährt. Ja, bei ihm oder beim Stefan fehlt ein Rad. Bei beiden? Nee, nur bei Stefan. Nur beim Stefan, ich habe nur ein Rad liegen sehen, wusste jetzt aber nicht von wem. Müsste, glaube ich, aber wenn ich das richtig sehe, warte mal, wir gucken mal. Follow. So, wir schauen mal ganz kurz. Da sind beide dran. Hier sind auch beide dran. Ja, das müsste dann bei Stefan wohl dann sein. Wir gucken mal bei Stefan Deneke. Der hat auch noch den Flügel jetzt verloren. Ja, der hat vorne rechts fehlt da beim McLaren schon mal das Rad. Ja, hat natürlich persönliche Bestzeit logischerweise im ersten Sektor, aber das bringt ihm gerade nicht ganz so viel. Der versucht guck irgendwie gerade jetzt zur Box zurückzuhumpeln. Guck mal auf den, beziehungsweise schon zu spät, Kai Brandt gerade als Zweiter über die Linie. Oh ja, Kai Brandt, hier haben wir es im Bild. Platz 2, also McLaren. Wirklich sehr, sehr stark hier, kann man sagen. Bas van Grunsen nach wie vor auf Platz 3, kommt jetzt rein in die Box. Auf der 4 haben wir Elias Herrmann.
Einer der BMWs. So, dann haben wir Robin Ricke auf der 5 und ich glaube, Yannick Pleiss war das gerade, der Richtung Start hier unterwegs war, auch verdammt schnell war. Und erstmal auf Platz 3 nach vorne schießt mit 1,42,2. Und wir versuchen immer mal so ein bisschen zwischenzuschauen nach potenziellen Bestzeiten. Jesse Monroes persönliche Bestzeit da bei ihm. Platz 8 im Moment. Auch ordentlich. Und da kommen die Fahrzeuge wieder aus der Box rausgeschossen. Die nächsten Versuche werden gestartet. Und Kai Brandt natürlich jetzt im Sektor jetzt deutlich schlechter, logischerweise auf dem Weg zurück in die Box. Outlap hier bei Andreas Walter. Ja, macht hier Platz eigentlich für einen der Bentleys. Könnte Marcel Hesen gewesen sein. Glaube ich. Meine ich. Ja. Der aber seinerseits auch auf, glaube ich, einer Inlap ist Richtung Box. So, und wir schauen mal weiter gleich ein bisschen auf die Zeiten. So, es gab es nochmal kurz einen Bildhänger. Kam jetzt aber kein weiteres Fahrzeug eigentlich auf dem Server, deswegen war ich jetzt schon mal ein bisschen angucken. Weil ich bin jetzt eigentlich schon länger wieder als Zuschauer drauf, wobei da gibt es normalerweise keine Hänger. Ja, müssen wir mal schauen. Hoffentlich, dass das performance-technisch hier heute alles soweit hält. Hätte ich mich gesagt, da joinen immer nochmal der ein oder andere Fahrer eventuell, aber nein, bisher zumindest tatsächlich nicht. Aber was man tatsächlich sagen kann, grundsätzlich als Fahrer, diese kleinen Lags, die man hat, wenn tatsächlich Fahrer joinen, hat man als Fahrer tatsächlich nicht, denn das wird natürlich dann mal als temporäres Fahrzeug dann für den Fahrer sozusagen dann auf den Server geladen. Man sieht dann nur so eine Art kleine gelbe Box dann um die Strecke fahren. Im Worst Case. Von daher ist das für die Fahrer nicht ganz so schlimm. Aber diese kurzen Bildhänger dann jetzt gerade zwischendurch, die sind mal etwas merkwürdig. Keine Ahnung, was das für eine Ursache hat. Aber ja, beobachten es mal weiter und schauen mal und hoffen mal, dass es... diese Joinlegs hat man als Fahrer in manchen Situationen auch. Ah, okay. Ja, wenn da jemand frisch reinkommt. War mir jetzt tatsächlich mehr so bewusst, tatsächlich, dass dann, dass du quasi zwar siehst, dass du, dass da ein Fahrer gejoint ist, also hier Fahrer XY beigetreten, aber tatsächlich nicht so unbedingt als Auswirkung, dass es quasi so ein Lag gibt, wie tatsächlich hier als Zuschauer. Das würde ich dann so ein, sag ich mal, ein, zwei Sekunden so ein Bildhänger hat. Ja, Andreas Walter nach wie vor hier auf der 1, allerdings jetzt Rückstand im ersten Sektor. Meine 31,9 trotzdem noch sehr, sehr schnell im Mittelsektor. Jetzt nochmal eine absolute Bestzeit. Also holt er vielleicht nochmal was raus. Ja, die Mittelsektorzeit war sehr stark. Da könnte er durchaus jetzt nochmal eine Verbesserung schaffen. So, schauen wir mal. Ja, die sind der ist jetzt auch sehr weit gekommen in der vorletzten Kurve. Okay, schauen wir mal jetzt. Beschleunigen nochmal raus, Startziel. Mal ganz klein machen. Kopf runter. Gefühlt und 41,707. Ja. Nochmal ein Hauch verbessert zumindest. Sind etwas kürzer, aber trotzdem merkbar. Ja, gut. Dann könntest du mal zum Bass von Grundsven schauen. Der hat zwei starke Sektoren. So, schauen wir mal. Ah, jetzt haben wir wieder den. Ja, den Hänger Stopper. Hatte ich aber auch. Würde ich. Geht auf Ahnung, die 4 nach vorne. Die 4 nach vorne. Sehr stark. Zeit da von ihm. Ganz klar sagen, sehr gut gemacht. Markus Krüger auf 3, Kai Brandt auf 2, der jetzt im ersten Sektor eine absolute Bestzeit da reinnagelt. Und ich schaue mal, was im Mittelsektor da tatsächlich geht. Es gibt gerade immer wieder mal öfters gelbe Flaggen, aber das ist, weil die Leute langsam machen. Da achten gerade alle schön drauf, dass sie auch Platz machen.
Ja, das ist auf jeden Fall dann echt doch ein fairer Zug. Und persönliche Bestzeit im Mittelsektor, keine absolute Bestzeit. So, jetzt auf den letzten Sektor kommt es an. Connor gut eng neben die Kurve eigentlich und rausbeschleunigen auf Startziel. Ja, die Linie ist dann so weit weg. Man, als Fahrer will man unbedingt schon sehr früh bei der Linie sein und holt sich die Bestzeit. So, erst jetzt hier im Qualifying noch knapp 4 Minuten zu fahren. Kai Brandt auf der 1. 1:41,6. Und Robin Ricke übrigens mit dem Mercedes jetzt auf die 3 nach vorn gefahren mit einer 1:41,857. Also mal anderes Bild, was wir hier gerade aktuell haben. Ja, aber für Robin wird es jetzt schwer. Boah, das wird jetzt zeitlich echt knapp, jetzt da nochmal in die Box zu kommen und dann nochmal raus. Mhm. Ja, dann muss er sich jetzt echt beeilen. Er muss jetzt im Prinzip nochmal eine Qualifying-Runde in die Box reinfahren. Ich wollte gerade sagen, der wird jetzt 2 Quali-Runden fahren. Weil die meisten haben jetzt auch kaum Verbesserungen noch. Einzige Tracy Monrose hat persönliche Bestzeiten, aber sonst die meisten in Vorbereitung auf ihren letzten Versuch. So, Smelly kommt aus der Box. Achso, übrigens auch wieder die Fahrerkameras, die wir natürlich auch wieder mit am Start haben, von unseren üblichen Verdächtigen, logischerweise. Smelly wieder hier mit Cam am Start. Und genau der Mann, der platztechnisch gerade da vor ihm ist, auch wieder mit der Cam am Start. Matthias Weber, Mr. Weber, auch wieder. Dann erste Martin jetzt gerade Richtung Box hier kommt. Und gleich auch nochmal losfährt. So. Robin Ricke. Der Kai wird auf jeden Fall nochmal einen Versuch schaffen. Der ist noch zeitig dran. Ah, Robin fährt jetzt gerade in die Box, okay. Ja, das könnte noch gehen. Also, schnelle Runde, 1 aus der Box raus, da vielleicht nochmal 10 Sekunden drauf, 1:50, wenn man sich dann ordentlich beeilt. Kann das gehen? Ja, gut. Ja, das geht normalerweise. Weil, ja, aber jetzt viel später soll es eigentlich auch nicht sein. Also bei Kai wird es dann schon ein bisschen knapp, weil man muss die Reifen auch ein bisschen über die Runde bringen. Ja, weil Kai sollte jetzt muss mal rausfahren, wenn er noch eine Runde fahren will. Ja, weil die weichen Reifen, die sind doch, die bauen sehr, sehr stark hier ab. Aber so, ich glaube, der Kai wird keinen Versuch mehr machen. Markus Krüger da mit. Er hat eine persönliche Bestzeit. Lichthupe. Ist die Frage: Sieht der Marcel Hesen ihn da? Ist er selber auf der. Oh, der ist eigentlich ziemlich. Ja, jetzt hat er verloren im Sektor. Ja, das könnte schon zu viel gewesen sein. Mal auf die Zwischenzeiten achten. Wir gucken mal auf die ersten Sektorzeiten und können dementsprechend dann zu den jeweiligen Fahrern noch hinswitchen. Wir bleiben jetzt gerade noch mal auf der Runde hier von Markus Krüger. Boah, weit rausgekommen da. Oh, das hat raus. Viel. Das hat ganz, ganz viel Zeit gekostet. Das hat doch. Ja, ja, das gibt keine Verbesserung. Das wird, denke ich, nichts, ne? 1:42, jetzt gibt es gerade noch mal wieder einen Bildhänger. Oh, ja, aber die Hänger habe ich auch. Also Track Performance nicht das allerbeste. So. Gucken wir mal. Loris mit persönlicher Bestzeit im ersten Sektor. So, Loris. So, gehen wir drauf. Fehlt im ersten Sektor auch schon fast eine halbe Sekunde. Hier in dem Streckenteil sind die tatsächlich mal. Sieht es so langsam aus, weil die quasi direkt von die Kamera von vorne auf die Autos drauf geht und du überlegst, fahren die jetzt auf der schnellen Runde oder nicht? War echt manchmal nicht so einfach. So. Auch Zeit verloren bei Loris. Ja, der Walter hat er auch im ersten Sektor einen Fehler, da wird es wahrscheinlich auch keine Verbesserung geben. Aber im zweiten nochmal eine absolute Bestzeit. Wir gucken mal. Yannick Pleiss auch noch auf einer schnellen Runde, der ist auch recht flott. Ah, wieder dieser Bildhänger. Oh, der ist aber jetzt sehr lange. Jetzt kam tatsächlich noch einer auf dem Server. Und ja, hat seine Zeit, glaube ich, nochmal verbessert, Andreas Walter. Nee, ich glaube, das war keine Verbesserung. Nee, stopp, war er erst recht. 1:41,782. So, Yannick. Ja. Oh, da könnte es knapp werden. Yannick, ja, am zweiten. Könnte Richtung P3, P4 gehen. Zweiten Sektor persönlich finde aber auch keine Verbesserung. P4 für Yannick. Robin, erster Sektor keine Verbesserung.
Kai, bleibt uns in der Box da, wird nichts mehr passieren. Und wir schauen noch mal ein bisschen durchs Feld. Carsten Hoffmann war grad, da noch. Der ist gerade von 16 auf 15 nach vorne gekommen. Ah, okay. Ich wollte sagen, der hatte einen ganz guten ersten Sektor. Die Porsche gehen im ersten Sektor echt gut. Oh, und Robin jetzt im zweiten noch mal. Gucken, ob da auch noch was geht. Jetzt die letzte Kurvenkombination. Da kommst du mal drauf an. Hier nicht zu weit raustreiben lassen, denn dann erwischt mein letzten Knick. Ja. Ja, ist ziemlich weit geworden am Ausgang. Ja, ist ein bisschen kritisch, weil man verliert man doch wieder ein bisschen beim Umsetzen und dann über den Curb zirkeln. Platz 3, bleibt es bei ihm? Ja, war eine leichte Verbesserung, glaube ich. Ja, persönliche Bestzeit nochmal bei ihm. Exakt übrigens eine Zehntel von Platz 1 zu Platz 2. Also wirklich exakt. Das ist mal wirklich sehr gut gemessen. Warum haben wir eigentlich so eine... Fällt mir jetzt gerade auf, so eine recht merkwürdige Ansicht im Tower. Da musst du vielleicht den Tower nochmal neu laden. Das ist ab und zu, wenn er falsch lädt. Scheint mir auch gerade irgendwie so, warte mal, ganz kurz hier einmal die Quelle hier, warum war's, Timing Overlay. Mal ganz kurz mal refreshen. Ja, jetzt sieht's doch besser aus, sehr gut. So, ja, Qualifying rum. Glaube, kein Fahrer mehr, würde ich auf einer schnellen Runde noch, das heißt, das Thema ist jetzt soweit durch. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr starke Leistung von Kai. Zieh dir mal die 3 hoch. Oh ja, das finde ich perfekt. Achso, Jutta Mühlenbäumer wartet übrigens auch noch irgendwie. Ah, ja, wir sagen erstmal Hallo zu Jutta Mühlenbäumer. Hallo Jutta. Jetzt habe ich sie. Hallo. So, und die ersten 3 aus dem Quali natürlich auch jetzt hier bei uns. Erstmal natürlich Glückwunsch an die ersten 3 und wir müssen erstmal hier, suchen wir uns die Piloten mal raus, dann gehen wir hier jeweils aufs Auto. Glückwunsch an die ersten 3, besonders Glückwunsch natürlich an Kai Brandt zur Pole. Kai, ja, was für eine Zeit, der McLaren geht ja hier echt wie nix. Ja, ich war auch gerade ein bisschen überrascht eigentlich auf die Zeit, die ich da hingelegt habe. Hat aber auch alles am Ende gepasst, aber jetzt das Rennen, das führt glaube ich nochmal ein ganz anderer Snack. Ja, ich wollte es gerade fragen, so Richtung Rennen, also wenn der McLaren natürlich generell auf der Strecke, sag ich mal, recht gut liegt, das Setup scheint ja auch sehr, sehr gut zu sein. Ja, schätze mal, Schlüsselfaktor wird so ein bisschen der Reifenverschleiß sein. Ja, aber bei mir ist es zumindest, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, nach 3, 4 Runden wird das schon sehr schwammig alles bei mir. Naja, muss mal gucken. Schwer zu sagen. Ja, wenn die Räder ein bisschen ausgefahren, dann wird der McLaren noch ein bisschen breiter und dann wird es überhaupt noch schwieriger. Schauen wir mal. Aber ja, erstmal danke dir und nochmal Glückwunsch natürlich zur Pole und gleich alles Gute gleich fürs Rennen und gehen wir direkt weiter zu Platz 2. Andreas Walter, ja, schon wieder fleißig hier am Fahren, Andreas. Ja, sehr, sehr gut gelaufen im Quali. Auch natürlich du mit McLaren unterwegs, dann auch mit der etwas neueren Spezifikation. McLaren, kannst du auch bestätigen, gute Wahl hier auf der Strecke? Erstmal Glückwunsch an die anderen beiden. Ja, der McLaren ist, glaube ich, ein guter Allrounder, ne? Für jede Strecke. Ich meine, jeder hat hier seine Probleme. Das Wichtigste wird halt sein, wer am besten mit den Reifen haushält. Und ja. Und auch aus allem raushalten, vom Grün wegbleiben. Dann ja, schauen wir mal. Von Grün wegbleiben, wenn wir auf dein Auto gucken, ja, dann. ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch gleich dir viel Erfolg gleich fürs Rennen und danke dir für das kurze Interview und gehen wir direkt weiter. Robin Ricke, der nächste im Bunde, ja, der erste nicht McLaren, der erste Mercedes hier im Bunde, auch sehr, sehr stark hier gewesen auf der Strecke. Robin, ja, Glückwunsch. Wie sieht es denn beim Mercedes mit den Reifen aus? Ja, erstmal beiden. Ich habe Porsche-Fraktion mit vor mir sein wird, alleine weil ich auch krankheitsbedingte Seite konnte. 6 bis auf
Dein Mikro leckt, glaube ich, so ein bisschen, hat so den Anschein. Ja, das leckt, weil ich eventuell krank bin. Ah, okay. Ich rede eventuell ein bisschen leise, das ist das Problem. Ah, okay, das ist die Activation. Mal schauen, wo wir am Ende hinkommen, ich weiß es noch nicht. Ja, sagen wir mal, ja, zum ersten Mal gute Besserung natürlich, drücken wir natürlich die Daumen und toi 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 natürlich, dass es dann auch das Rennen natürlich soweit durchstehst oder durchstehen kannst. Wird sicherlich nicht wenig intensiv werden. Dein Hinweis, Yannick steht direkt neben dir. Ja, das hatten wir vor 2 Jahren schon mal. Ich hoffe, dieses Jahr, ich meine, die letzten 2 Rennen war es auch optimal. Also. Aber ich drücke die Daumen. Wie jetzt Daniel wieder sagen würde, also sie sind älter und erwachsener geworden. Ja, wir gucken uns das Rennen gleich auf jeden Fall mal an und sagen natürlich auch, drücken dir die Daumen und alles Gute gleich fürs Rennen und danke erstmal an die ersten 3 und ja, machen eine ganz kurze tontechnische Pause von den Sprechern jetzt und melden uns dann gleich auch mit Kommentatoren live zum Rennstart wieder zurück. Bis gleich. Gut, wer braucht
So, zurück live an der Strecke und hüpfen hier in die Startaufstellung mal direkt rein. Bis Kai Brandt hier gleich dann joint und dann die Formationsrunde dann losgeht. Können wir uns gleich mal die Startaufstellung anschauen. So, wir gehen noch erstmal zumindest mit Starting Order und haben das schon mal soweit. Und können uns hier jetzt schon mal in aller Ruhe die Startaufstellung anschauen. Kai Brandt auf der 1, Andreas Walter auf der 2, Robin Ricke auf der 3, Yannick Pleiss auf der 4. Ja, Robin Ricke, Yannick Pleiss, das wird eine sehr, sehr interessante Kombi. Wirklich, ja, ein bisschen greift die Freundschaft zwischen den beiden, aber ja, wir schauen mal. Max, Markus Krüger dann auf der 5, Max Römer auf der 6, was von Grutzen auf der 7 und Junior Lopez dann auf der 8. Also auch der Gaststarter hier mit ganz gut dabei. Stefan Vukovac auf der 9, Loris Brock auf der 10, Michael Welle dann auf der 11, Daniel Erstling dann auf der 12. Weiter geht's mit den nächsten beiden Startreihen. Frank Flipsner auf der 13, Thomas Batzke auf der 14, Carsten Hoffmann auf Platz 15, Elias Herrmann dann auf der 16. Da eben gerade doch eine ganze Menge Vortex mit dabei gewesen. Micha Mintgen dann auf der 17, Jesse Monrose dann auf der 18, Matthias Weber auf der 19, Markus Wedercheck auf der 20, unsere beiden Kamerafahrzeuge quasi. Patrick Leitner dann auf der 21, Micha Marquardt auf der 22, Marcel Hesen dann auf der 23, Stefan Bäumer auf Platz 24, dann René von Dobschütz dann auf der 25, Luis Schütze auf der 26, Alex Gedecke auf der 27, Stefan Dennecke dann auf Platz 28. Perry Overwater dann auf der 29, Dietmar Stein auf der 30, Platz 31 dann André Beckert und Joris Schöpfer dann auf der 32. Und Jan Schmid noch als letzter auf Platz 33 wieder mit an Bord. Freuen wir uns auf jeden Fall auf die Rückkehr und sind wir gleich mal gespannt, was das hier mit selber im Start gibt. Ja, der Joris startet übrigens aus der Box. Klassiker bei Joris. Ja. muss man ganz klar sagen. Kennen wir tatsächlich sehr, sehr oft von ihm. Ist aber, muss ich sagen, auch manchmal gar nicht mal so ein schlechter Zug. Speziell, wenn man jetzt ein bisschen Chaos am Start ein bisschen entgehen will. Von daher. Und es wird definitiv eine Reifenschlacht. Also so viele harte Reifen, ich gucke gerade die Reifen durch, so viele harte Reifen habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gesehen in der Startaufstellung. Ne? Also es sind ein paar, die hinten noch Medium-Reifen drauf haben. Ich glaube, der Einzige, der rein Medium ist, ist Medi. Michi Marquardt, interessant, hart, soft. Also vorne hart, hinten soft. Genau wie Joris Schöpfer, der hat das Set wahrscheinlich übernommen. Ja. Stefan Bäumer und Louis Schütze sind noch komplett Medium. Und Stefan Dehnecke, okay. Ja, aber sonst alle hart Medium. Also würde tatsächlich dafür sprechen, dass da die Vorderreifen doch sehr gefordert sind und sie aber sehr behutsam mit den Hinterreifen eigentlich umgehen. Das wird interessant. Ja, wir haben halt ziemlich viele langgezogene Kurven. Und die fressen die Reifen förmlich. Ja, gut, klar, logischerweise, da ist natürlich viel Last auf den Vorderreifen. Ob jetzt links rum oder rechts rum, ne, ist es erstmal egal. So, warte mal, Auto Control sollte natürlich wieder ausschalten, sonst sind wir auf einem völlig falschen. So. Und wir warten jetzt. Joris Schöpfert fährt da, glaube ich, gerade aus der Box. Da hinten kommen die letzten gerade angefahren und sortieren sich da ein, sodass die hier vorne ganz schön lange stehen müssen. Ja, jetzt passt. Jetzt steht der Jan Schmid, jetzt dürfte es gleich losgehen. Mal gucken. Kann natürlich sein, dass dadurch, dass Joris da vorne in der Box steht, dass vielleicht jetzt durch R-Faktor gleich erstmal wieder das ganze Klassement hier einmal kurz durcheinander schmeißt. Aber wir schauen mal. Ja, jetzt geht's los. So, jetzt zieht die Zeit runter. 4, 3, 2, 1. Und los geht's und bester Start hier von Andreas Walter und auch von Robin Ricke, die natürlich sehr gut hier wegkommen. So, wir schalten hier mal ganz kurz um auf die Freecam
um zu schauen, ob hier irgendwas noch passiert. Aber sieht erstmal relativ gesittet aus. Ja. Ganz schlecht weggekommen ist da hinten André Beckert, glaube ich. Ah, jetzt knallt's. Ah, Marcel Hesen und Vortex. Oh, und die drehen sie wieder ins Feld rein. Ganz und da sehen wir es gerade noch. Ja. Oh, da haben sich doch ein paar da verhakt. Da war Jan Schmidt auf jeden Fall auch mit dabei. Ich gerade noch nicht gemacht habe, was wir jetzt noch mal ganz kurz nachholen. Oh, da noch die Nummer 8 auch da in Problemen. Ja, Max Römer, der rollt rückwärts, kann sich aber halten, fährt jetzt wieder an. So, wir müssen erstmal schnell wieder ins Leitbild schalten, so rum. So, einmal kurz, mal ganz kurz durchatmen vom Start, vom Chaos hier. Andreas Walter hat sich super nach vorne gefahren auf die 1, dahinter Robin Ricke auf die 2. Und auf der 3 dann Kai Brandt, dahinter dann geblieben auf seinem Platz Yannick Pleiss. Und ja, wir schauen mal ganz kurz ein bisschen durch. Stefan Bäumer da in Problemen gewesen. Das könnte die erste Situation in der ersten Kurve gewesen sein. Aber wir schauen uns erstmal in der ersten Runde, denn da kam es wieder extrem viel. Also uns wird sicherlich hier wieder nicht langweilig werden, uns Szenen letztendlich anzugucken. Da wird es wieder einiges geben. Aber erstmal die erste Runde, logischerweise. Andreas Walter vorneweg, Robin Ricke dahinter, dann Kai Brandt, anschließend dann Yannick Pleiss, Bas van Grunsen, auch sehr, sehr gut hier durch die Startphase gekommen. Einer der größten Pechvögel eigentlich, die wir sonst so in den Startphasen immer hatten. Das Ganze hier sehr, sehr gut gemacht. Markus Krüger direkt dahinter, auch er sehr, sehr gut da durchgekommen. Und zeigt sich hier schon formatfüllend. Markenkollegen, also im Rückspiegel des Markenkollegen, so rum. Und dahinter dann schon Stefan Vukovac. Der seit gefühlt Jahr und Tag ja, mit dem Bentley hier unterwegs ist, mit der älteren Spezifikation übrigens. Ich glaube, das Ding gehört ihm inzwischen. Ich glaube, der ist, hat sich schon sowas von amortisiert da. Und Loris Brock dann dahinter, dann Junior Lopez, der Gaststarter. Vor Michael Welle. Aktuell natürlich die Fahrzeuge sehr, sehr dicht beisammen. Kai Brandt, der auch hier sehr, sehr gut zurechtkommt. Der jetzt erstmal wieder Druck macht auf Robin Ricke. Aber wir schauen uns mal ganz kurz hier mal in der Startphase das sehen. Stefan Bäumer. Ah. Die, glaube ich, leicht. Ah ja, gerät hier zusammen mit Marcel Hesen, glaube ich. Ah, haben sie sich einfach verhakt. Ja, oh, und da ist das Chaos dann komplett. Ja, und dann treten sie sich halt ins Feld rein und da, ja. Und da ist, glaube ich, auch. Jan, war da Jan Schmid dabei? Ja, da war Jan Schmid dabei, der kommt auch gerade gar nicht rein, der hat auch jetzt nochmal einen Dreher gehabt. Marcel Hesen, mittlerweile auch DNF. Ja, natürlich ärgerlich. Wir sehen es jetzt hier nochmal aus der Follow-Perspektive. Ah, da kommt Marcel Hesen leicht in die Seite rein und Stefan Bäumer sieht ihn aus dem Cockpit logischerweise dann nicht nachfolgend und zieht dann rüber. Und hier ja, räumen sie dann gemeinsam dann einige Fahrzeuge noch mit ab. Und ja. Ja, bei den zuen Fahrzeugen, wo nicht viel ist, Botterpflicht zwar, aber beim Startgetümmel kann das immer mal ein bisschen eng werden. Ja, zumal stellenweise, wenn du im schlechten Winkel getroffen wirst, dann reicht eigentlich auch schon eine kleine Berührung aus, gerade in der Beschleunigungsphase. Der Porsche, da geht jetzt eh. Der hat eh viel, viel Power hinten und ich könnte mir vorstellen, wenn du da einmal auf die Ecke gibst, dann geht er auch ziemlich schnell weg. Wie gesagt, jetzt in dem Fall hätte ich gesagt, dass das einfach ein blöder Startzwischenfall war. Ja, das ja, würde ich jetzt auch erstmal tatsächlich so erstmal sagen, weil das dafür kann jetzt keiner unbedingt was. Wir gucken nochmal ganz kurz bei Max Römer. Hat ja auch so seinen Moment hier gerade eben gehabt. Da war noch innen an Bas van Grunsen vorbei. Anschließend wurde er da, glaube ich, getroffen. War schwer zu sagen. Ja, das könnte Stefan Vukovac gewesen sein. Aber wenn eine ganz, ganz leichte Berührung. Ja. War hier erstmal vorbei.
oder wollte hier vorbei an Bas van Grunsen. Der lässt aber nicht locker, kommt daneben und zwängt sich hier letztendlich durch. Und ja, da erwischt ihn dann Stefan Vukovac, weil er dann, glaube ich, etwas mehr verlangsamen muss, weil er da ein bisschen weiter außen ist. Aber ja, auch sehe ich da keine Absicht. Aber ja, blöd gelaufen für ihn. Oh, da gehen beide Mutt ins Gras. Können sich aber noch halten. Da ist gerade ein richtig fetter Kampf. Smeddy, Patrick Leitner, Michi Marquardt, Matthias Weber. Ah, schön. Oh, da vorne. Ein Aston Martin, der sich da rausdreht. Es dürfte Junior Lopez sein, dass sich da gedreht hat. Ja. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Gucken wir uns gleich die Szene davor noch an. Oh, hier zumindest tolle Kampfgruppe. Außen haben wir hier gerade Matthias Weber, der da am Fighten ist gegen Patrick Leitner. Und davor dann der McLaren mit Michael Marquardt. Ja, da hat sich alles durch den Vorfall jetzt zusammengeschoben und sind alle in wilden Kämpfen drin. Ja, also da geht's gerade richtig ab. Auch Smeddy hier gut mit dabei. Ja, schöne Heli-Perspektive, die wir haben. Wir sehen es, die Fahrzeuge da alle richtig schön aufgereiht. Deswegen traue ich mich gerade gar nicht so richtig ins Replay zu gehen. Von dem, was jetzt immer noch direkt hier wieder passiert. Das kann man dann gleich gucken, wenn du ins Replay kannst. Also ich kann jetzt schon mal sagen, das haben Loris Brock und Michael Welle ausgelöst, den ganzen Vorfall. Ja, schauen wir gleich mal. So, da. Da kommt der. Wollte der BMW gerne noch wieder noch reinstechen, aber ging nicht. Also das ist da im Mittelfeld, wie wenn das Rennen gerade erst gestartet worden wäre. Oder hingehen Mercedes. Ja, das dürfte René von Dobschütz sein. Ja, der ist raus da. Ja. So, hier bei der spannenden Kampfgruppe. Da geht es richtig zur Sache. Elias Herrmann. Davor Daniel Erstling. Ja, hier durch die Haarnadel geht es wieder bergab. Da gibt es Lichthupe von Matthias Weber gegen seinen Teamkollegen, der vielleicht vorbei möchte. Halt mal ein bisschen weiter nach hinten. Ist auf jeden Fall da vorbei an Patrick Leitner. Ist natürlich so, jetzt sind wir in der Phase, wo auch schon die Reifen ins Spiel kommen. Jetzt haben die quasi ihren Peak hinter sich, wo sie super gehaftet haben, wo im Prinzip alle die Reifen quasi aus der Quali kennen. Und jetzt kommt quasi das Entscheidende, darauf muss man das Auto abgestimmt haben. Jetzt, wenn sie abbauen, ja, da muss das Auto funktionieren. Ja, und gerade ist ganz wildes Manöver da von Smeddy gewesen gegen Thomas Batzke, oder beziehungsweise, ja, sah sehr... Krass aus, wie er dahinter quasi gezackt ist. Von einem in die andere Richtung jetzt. Der Kampf, der Wood-interne Kampf. Also wenn man das Team Wood so ein bisschen kennt, da weiß man, dass gerade auch wahrscheinlich reichlich da immer wieder gesprochen wird. Wir können aber das jetzt auch... die Camp von Matthias, lustig. Das auf jeden Fall. Mal gucken, nicht, dass wir, wenn da gleich irgendwas passiert, wie Matthias Fluchen sehen, dann wissen wir, irgendwas ist nicht so glatt gelaufen. Da wird er ein bisschen angeschoben. Von Patrick Leitner. Er hängt sich auf jeden Fall voll rein.
Ja. Wo Michael Marquardt bleibt wieder vorne. Also toller teaminterner Kampf, aber der kostet natürlich. Oh, und dann gibt es, glaube ich, noch einen leichten Stups von Patrick Leitner. Jetzt ist er aber erstmal vorbei, Matthias Weber, an seinen Teamkollegen. Der lässt nicht locker. Der lässt nicht locker, der bleibt dran. Ja, ich glaube, aus der Situation ist der Loris nicht ganz unbeschadet rausgegangen. Ich gucke mir mal die Onboard an, weil der hält im Prinzip gerade alles hinter sich zusammen. Nach Smitty ist dann natürlich die nächste Lücke wegen den Wood-Kämpfen. Aber hinter Loris staut sich es gerade auch. So, gehen wir zu Loris nach vorne. Ja, dahinter ist Daniel Erstling, Elias Herrmann. Ja, Strecke wieder bekannt natürlich dafür, ne? Tolle Positionskämpfe. Und viel Action auf der Strecke. Daniel Erstling, da haben wir ihn. Geht hier innen rein, enge Linie, aber... auch ganz schön knapp da am Diffuser von Porsche. Ja, was man auch dazu sagen muss, ich glaube, es sind beide, Loris und Daniel, die mit 60 Kilo hier unterwegs sind. Ja, ja. Von dem her, die tun sich ja natürlich auch am meisten schwer. Gerade was die Reifenhaltbarkeit angeht. Ah, da Elias Herrmann. Er versucht innen rein zu gehen, lehnt sich da so ein ganz bisschen ans Heck vom Ferrari an. Und dahinter, da geht's wieder ordentlich ab. Der Marquardt, der sich jetzt hier gegen Patrick Leitner wehren muss. Wo es auch gleich spannend wird. Ich glaube, der Kai Brandt wird gleich einen Überholversuch starten gegen Robin Ricke. Oh ja, der McLaren, ja, da ist Robin ein bisschen gerutscht. Der vorletzten Kurve raus. Mercedes natürlich auch gut auf der Geraden, aber der McLaren sicherlich auch nicht viel minder schlechter. Aber er kommt jetzt auf der Geraden zumindest hier direkt mal nicht dran. Und das alles ist natürlich mega für einen Andy Walter, der schon 5 Sekunden vorne weg ist. Ja, der hat hier momentan ein recht angenehmes Leben erstmal. Man sieht es auch so ein bisschen beim Zweikampf. Bei Kai sieht das Ganze ein bisschen smoother, ein bisschen. Oh, Smitty dreht sich. Ja, und direkter Schade. Aus. Oh, mitten ins Feld. Oh, Riesencrash. Riesencrash. Da um Smitty rum. Autsch. Da gab es jetzt, glaube ich, einige. Am schlimmsten Michi Marquardt mit drin. Aber ich glaube, da hat es auch noch ein paar andere mit erwischt. Oh. Da knallt der Lewis fast schon noch hinten rein. So, wir gucken nochmal im Replay, was da jetzt gerade passiert ist. Müssen wir aus verschiedenen Perspektiven vielleicht mal sehen. Da ist eine Kurve raus beschleunigt und der haut den Kopfkörper weg in die Wand und spült ihn quasi zurück auf die Strecke. Natürlich ärgerlich. Ah, da haut sie ihn ziemlich in die Reifenstapel. Es kommt über den Körper, rutscht da schon ein bisschen und dann ist der Grip natürlich nochmal extra weg. Und oh, da haut es dann auch noch den Mintgen da rein. Ich glaube, Michael Mintgen war das. Ja, das dürfte Michael Mintgen gewesen sein. Und natürlich jetzt das Lenkrad, ja, sehen es annähernd, ja, fast 90 Grad. Da geht gerade nicht mehr so viel. Mal aus der Sicht hier. Schauen alle Räder noch dran, das heißt, da ist schon stabil der Bentley, was das angeht, aber. Ja, aber da muss man erstmal jetzt wieder zurückkommen. Ja. Ja. Ein weiteres Opfer, was man jetzt dann nicht im Bild hatte, war tatsächlich Ferry Overwater. Der hat da wohl irgendeinen Teil überfahren, hat das Auto ausgehebelt und in die Wand geschmissen. Also. Da hat es jetzt gerade einige erwischt. Suche ihn hier gerade mal zu finden. Oh, Smitty, der da auch natürlich am Kämpfen ist. Durch den Unfall von Smitty meinst du, oder? Ja, du siehst quasi, also ich habe
Ich habe bei mir im Replay keinen Teil gesehen, aber du siehst, wie er ausgehoben wird, genau an der Stelle, wo die standen. Dann müsste wahrscheinlich auch einen Teil überfahren haben. So, hier, da vorne, da müsste irgendwo was gewesen sein. Ah, oh ja, das sehe ich hier auch nicht. Ist die Frage, ob, wenn er es nämlich auch nicht gesehen hat, das ist mir auch so ein Ding. Ja. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir es nochmal durch den Crash hier von Smeddy sehen. Denn da flogen ja einige Teile. Und jetzt hier kracht er ziemlich rein. Ja, da liegen ein paar Teile. Da liegen die diversen Flaps. Und kurze Zeit später kommt natürlich hier, sehen wir im Replay, kommt Ferry Overwater. Und genau durch diesen Knick, wenn er da innen lang fährt, da liegt dieses Teil, da auf der anderen Seite hat man noch ein Teil liegen sehen und hier war auch eins der Flaps, über das er, glaube ich, da irgendwie leider rübergerumpelt ist. Kann er gar nichts für. Schade da wirklich für ihn. Smeddy und Michi Marquardt auf jeden Fall in der Box. Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Moment, noch das Replay für Loris Brock und Michael Mintgen, wenn du ihn noch findest. Warte mal, waren die davor oder danach? Das war davor auf jeden Fall. Ich guck gerade, wann es bei mir war. Hier hast du mir doch gerade der spannende Kampf um Platz 2. Loris Brock verliert dann Platz. Weiß aber nicht, ob es. Schmidt. Ich guck. War das? Das war bei 10, bei mir bei 10:31. Michael Welle habe ich da. Ja, dann Michael Welle, da war's. Okay. So, da ist das Ganze ausgelöst rein. Worden, dieses Chaos. So, Michael Welle da. Oh ja, da gibt's wirklich erstmal. Staute sich erstmal ganz schön. Dann mit Loris. Und da sind die anderen Fahrzeuge alle dahinter. Und da, also wir können mal da in das Cockpit von Junior Lopez hüpfen, denn den hat's da am bösesten erwischt. Ah, er konnte nicht mehr ausweichen. Wurde dann da rein und wurde noch weiter gedrückt und ja, ab in die Wand. Nutzt da sehr gut die Positionsanzeige, die es in R-Faktor gibt. Habe ich gesehen, dass er nochmal anhält und dann erst weiterfährt, wenn tatsächlich kein Fahrzeug mehr kommt. Breakfast 3.0, ja. Es ist, muss man tatsächlich sagen, nicht ganz unberechtigt es heute. Es geht gerade eh wieder ordentlich zur Sache, also gerade um Loris-Gruppe rum. Da hat sich mittlerweile Elias Herrmann hat sich an Daniel Erstling und an Loris vorbeigearbeitet. Genau, und dann gab es gerade Angriff von Daniel Erstling auf Loris Brock und da ist wieder alles zusammengeschoben worden. Sven war gerade auch kurz im Kies. War allerdings nur ein ganz kurzer kleiner Ausrutscher. Er hat sich verbremst in der Haarnadel. Ah, okay. Und hat eine Position verloren an Frank Flipsen. So, hier sehen wir es mal aus der Perspektive direkt von Loris Brock. Hinter ihm Thomas Batzke. Ist gerade wieder schwierig, alles beieinander zu halten. Vorne ist auf jeden Fall Markus Krüger an Yannick Pleiss vorbei. Ja, an dem Yannick gehen auf jeden Fall sichtbar gerade die Reifen ein. Oh ja, da gucken wir auch gleich mal ins Replay. Hier die Vierergruppe. Loris Brock, Thomas Batzke, Matthias Weber und Patrick Leitner. Und hüpfen mal kurz ins Replay. Da haben wir Yannick. Enter übrigens auch wieder Stefan Bukowatz, auch noch nach wie vor gut mit dabei.
da musst du ihn dann fahren lassen. Ja, da haben sie wahrscheinlich Teamplay gemacht, weil der Markus Krüger, der schließt gerade auch auf zu Robin Ricke und Kai Brandt. So, dann gehen wir wieder ins Live-Bild und ihm versucht natürlich Stefan Vukovic zu folgen, der kommt bisher aber nicht vorbei an Yannick Pleiss. Oh, weitere Linie hier vom Bentley. Jetzt die Chance für Stefan Vukovac. Ah, nicht ganz, da der Porsche auf der Geraden doch sehr, sehr flott. Da zuckt er nochmal. Versucht innen reinzugehen, ganz knapp da. Wo beide gehen da so ein bisschen da über den Körper hinaus in den Schmutz. Na klar, Stefan merkt halt, da geht was nach vorne. Weil wenn, ja, er da, wenn er da am Yannick vorbeigehen kann, dann kann er auch bis zu P2 aufschließen. Also Robin hält gerade da vorne auch ein bisschen den Zug auf. Ja, wir sehen es. Andreas Walter jetzt schon über 9 Sekunden weg. Der hat da quasi ein bisschen in der eigenen Liga. Oh, jetzt hat es in der großen Gruppe, glaube ich, geknallt wieder. Thomas Batzke ist zurückgefallen. Ja, da hat ein Dreher und... Oh. Oh, wir hüpfen mal ins Replay. Ja. Und gucken uns mal an, was da wieder passiert ist. So, da Loris Brock, Thomas Batzke, teaminternes Duell, geht vorbei, kommt zu weit raus und du schmeißt das Auto da in die Reifenstapel. Schade. Und fällt da hinter seinen direkten Teamkollegen Carsten Hoffmann noch zurück. Und dann kannst du direkt ins nächste Replay gehen, weil Yannick war neben der Strecke beim Verteidigen. So, Stefan Vukovac ist vorbei. Da sehen wir es. Ganz eng. Da war auch schon mal neben der Strecke, kommt hier eine Haarnadel auch von der Strecke ab. Ja, beide spüren auf der Bremse. Ja, also da machen sich die Kilos bemerkbar, ja, die er da mit in seinem Auto drin führt. So, und zurück ein, zwei wieder ins Live-Bild. Und ja, wir hüpfen mal wieder zu unserer Kampfgruppe. Matthias Weber, Patrick Leitner und Loris Brock? Nein, das ist eigentlich Michael Marquardt. Loris ist zurückgefallen. Da war ich vorhin noch vor der ganzen Gruppe, aber ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem Vorfall mit dem Thomas zu tun hatte. Achso, Michael Marquardt war in der Box, logischerweise. Okay, deswegen. Wird sich jetzt zurückrunden. Loris Brock ist hier vor Jesse Monroes, deswegen platztechnisch. Wir sind ja zwar eine Dreiergruppe, aber es ist eigentlich nur rein platztechnisch gesehen ein Zweikampf. Aber Patrick Leitner, ja, steckt ja so ein bisschen in der Zwickmühle. Denn will natürlich da vorne Richtung Matthias Weber nicht abreißen lassen, aber der frisch bereifte Michael Marquardt, der kommt da hinter ihm doch ziemlich gut auf und ist da ziemlich schnell. Ja, die frischen Reifen machen ja natürlich gewaltig was aus. Was ist eigentlich mit? Ich muss mal gucken, mit Daniel Erstling ist irgendwas passiert. Der ist nur noch 24. Der war ja vorhin auch in der Kampfgruppe drin. Vorhin ist gerade wieder ein Platz gut gemacht, ja. Aber eigentlich war der wesentlich weiter vorne. Der Erstling war in der Box. Ah, das ist aber ein früher Stopp. Ich meine, klar, er müsste es jetzt durchschaffen. Das sollte vom Sprit her reichen. Wir gucken mal ganz kurz in einen Replay rein mit Daniel Erstling, was ich da habe. Das ist die Situation, wo Michael Marquardt da ein bisschen verloren hatte und da Matthias Weber da im Hin- und Herzucken war, hinter Thomas Batzke, aber das war nicht so, als wenn da irgendwas Ernsteres gewesen wäre. Aber vielleicht hat tatsächlich den, das ist der Versuch eines Undercuts bei Daniel Erstling. Es kann sein, dass er jetzt vielleicht versucht hat, okay, aus der Gruppe raus, dass er jetzt allein seine Runden drehen kann. Und dass er dann quasi, okay, dann wird es gegen Rennende natürlich sehr, sehr schwer mit den Reifen dagegen zu halten. Aber der Ferrari hat an sich einen guten Topspeed. Vielleicht ist es einfach ein Versuch, da einfach was anderes zu machen wie die anderen. Ja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen.
da vielleicht so ein bisschen einfach aus dem der Rolle ein bisschen rausfallen will oder rauskommen will. So, da haben wir Elias Hermann hinter Michael Welle. Ganz dicht dran. Ich auch guten Abend hier an MTZL27. Ist nicht Marcel Pomper? Ich glaube, ne? Ja, Marcel, ja. Der Name sagt mir was, der Name sagt mir was. Ich glaube, der hat mein Versuch, Niederländisch zu sprechen. Hochverwehrt. So. Elias muss sich erstmal noch ein bisschen gedulden. Michael noch zumindest da ganz gut auf Kurs. Markus Krüger kommt Stück für Stück ran, aber ja, noch ist er nicht in Schlagdistanz. Ja, nee, Markus war eigentlich gerade schon dran. Kann natürlich sein, dass er jetzt noch guckt, dass er die Reifen ein bisschen schont. Robin hat jetzt auch das Tempo wieder angezogen, finde ich auch interessant. Da war er schon in 46er Zeiten drin. Es hat jetzt auch einen 45 hoch wieder geschafft. Ja. Kann natürlich sein, dass Robin einfach vorhin kurz mal eine Phase eingelegt hat, um die Reifen zu schonen, dass er durchkommt über den Stint. Vielleicht auch abgesehen von der Geraden, aber vielleicht auch das Motorprogramm vielleicht auch einen runtergeschaltet hat, um vielleicht noch einen Hauch zu sparen sogar, oder? Ja, Sprit ist ja eigentlich nicht das Riesenthema. Allerdings, das habe ich im letzten Rennen schon mal beobachtet. Da hat Robin eine Phase gehabt, wo die Zeiten wirklich überhaupt nicht mehr gehen konnte. Und dann so gegen Ende vom Stint kam er plötzlich wieder auf und konnte dann nochmal Top-Zeiten hinlegen. Na, schauen wir mal. Ja, wie es gleich bei ihm ist. Top-Zeit ist ein sehr gutes Stichwort. Daniel Erstling hat jetzt eben seine persönlich schnellste Runde bisher hier im Rennen gefahren. Also der holt jetzt auf. Ist gerade ganz dicht hier hinter Jan Schmid. Schön. Aber da sieht man mal den Vorteil von frischen Reifen. Ja. Das macht ja so viel aus. Also ich konnte ja wenigstens mal kurz ein bisschen testen. Da hattest du im Prinzip schon innerhalb von 15 Minuten hattest du einen Abfall von über einer Sekunde. Wenn nicht sogar bis zu 2 Sekunden Zeitabfall. Also es macht hier riesig viel aus. Vielleicht versucht Daniel ja sogar einen 2-Stop. Das wäre interessant, ja. Das wäre tatsächlich interessant. Guck gerade mal, welche Reifen er drauf hat. Jetzt war die Möglichkeit, Elias Hermann gegen Michael Welle erst dran. Okay, er hat Hauptmedium. Oh, Bas van Grunsven auch schon in der Box. Da haben wir ihn. Ja, auch mit Reifenwechsel, allen drum und dran. So, Elias Hermann vorbei an Michael Welle. Und der Moment scheint so ein bisschen da. Kai Brandt kommt noch mit. Aber jetzt der direkte Kampf richtet sich eher nach hinten. Nämlich da gegen Markus Krüger. Ja, und mit ein bisschen Geduld. Stefan Vukovac, der war letzte Runde auch eine halbe Sekunde schneller als die vor ihm. Wird er auch irgendwann dort ankommen. Hier im Bild Markus Krüger und Kai wieder richtig dran an Robin. Mal die Rückperspektive hier vom AMG GT3 Mercedes. Sieht's, er hält auf der Geraden die Distanz. McLaren kommt es nicht ran, außer logischerweise jetzt hier beim Bremsen. Er kommt nicht rein, fährt aber auch nicht weg. Oh, kleiner Schlenker dahinter von Markus Krüger, kommt da ein bisschen in den Dreck. Ein bisschen abreißen lassen für einen Moment.
Ich guck gerade, ja, jetzt sind gerade die vier Jungs da alle mit fast der gleichen Zeit innerhalb von einer Zehntel. Die nehmen sich gerade nicht viel. What happened with Bas van Grunzen? Bas van Grunzen pitted the minutes ago. So, surprisingly, yeah, more or less a bit early, but yeah. Maybe try to undercut the other drivers. Und ja, oh, auch eine interessante Sicht hier von Kai Brandmann. Er ist dran, ne? Also davor haben wir, glaube ich, Dietmar Stein. Den sie dann, glaube ich, da dann überrunden werden. Das ist natürlich auch immer so ein kritischer Moment als Vorausfahrender, wenn du jetzt auf eine Überrundung zukommst. So nach dem Motto, ach, bitte mach rechtzeitig Platz. Ja, allerdings, das stimmt. Wenn du hier gerade in so einem Zweikampf bist und ich glaube, kann mir bestens vorstellen, dass Robin sich hier arg konzentrieren muss, wirklich immer die Linie zu halten, nicht zu aggressiv zu fahren, aber genau am Limit, so dass er genau in dem Fenster bleibt. Jetzt wieder eine niedrige 46er, davor gerade eine hohe 45er. Und Kai bleibt immer dran, ne? Also der bleibt immer gefährlich. Er bleibt brandgefährlich. Und Markus Krüger dahinter guckt sich das Ganze etwas erstmal aus der Distanz an. Ja, aber das ist schon eine Distanz, wo ich jetzt mal sage, das ist für mich kein Reifenschon mehr. Das sieht eher so aus, als wenn er da nicht ganz mithalten kann. Wobei jetzt gerade mit Dietmar lief es auch nicht ganz optimal mit der Überrundung. Ich glaube, da ist Markus auch ein bisschen vorsichtig gewesen, weil es Richtung Scheitelpunkt eng wurde. Da wird es jetzt natürlich interessant, wer macht wann den Boxenstopp. Weil klar, mit dem Undercut, also ich sag mal, macht Markus jetzt einen Undercut, dann ist er definitiv vor den beiden. Aber da muss er wiederum aufpassen gegen Rennende, weil dann sind natürlich seine Reifen früher am Ende. Und ja, dann wird es da wieder eng. Deshalb ist es jetzt, ja, es ist jetzt im Prinzip schwierig, da einen richtigen Punkt zu erwischen. So schätzungsweise würde ich mal sagen, noch so 7 Minuten abwarten in der Hoffnung, dass die anderen nicht vorher in die Box gehen und dann so bei 50 Minuten Restzeit dann den Undercut versuchen. Dann ist nicht so viel Differenz zum Ende. Ja, das wird tatsächlich das Thema werden. Also bei Robin sehen wir rundum harte Reifen. Kai mit vorne hart, hinten medium. Markus Krüger auch rundum hart. So, zwischenzeitlich hat man einen Dreher von Max Römer drin und Carsten Hoffmann war auch kurz neben der Strecke. Warte mal, wir gehen mal kurz ins Replay. Driverbox, so, Ausritt von Carsten Hoffmann. Da sind sich die beiden Vortex ein bisschen nahe gekommen. Da hat sich Thomas etwas verbremst. Da kommt sogar Ronan. Ja, danke, Daniel. So, und. Haben wir ein DNF von Junior Lopez. Da hat er in der Box abgestellt. Ah, okay. Oh, und Michael Welle mit dem Dreher. Dann bleiben wir gleich im Replay, gehen gleich hier weiter. Ja. Michael Welle. Wie ist denn da hingekommen? Ah, okay. Da war er, denke ich, überrascht, wie gut die neuen Reifen im Vergleich zu den alten funktionieren. Kann es sein? Warte mal, sieht man das? Kann es sein, dass er da ganz kurz gelupft hat? Oh, Markus Krüger war im Off. Oh, was ist denn da passiert? Oh, da hat's richtig geknallt! Okay, Kai Brand, also unsere Dreiergruppe ist gesprengt. Da ist irgendwas passiert. Robin hat einen Platz verloren, sehe ich da jetzt gab's, ich glaube, als die Fähre Overwater gedreht hat. Oh. Und da konnten die Jungs nicht ausweichen. Ah.
Bei Overwater, da müssen wir da mal hinspringen. Ja. Oh, nicht Autoscroll. Geh weg, Autoscroll. So. Warte, wir hüpfen jetzt mal hin. Da hinten, da oben sehen wir am Bildschirmrand, sehen wir die Dreierkampfgruppe, Platz 2, 3, 4, oder ehemals 2, 3, 4. Hier mal Ferry Overwater, der hier in ein Problem kommt, genau wie bei Michael Welle im Prinzip so ein bisschen fast. Ja. Macht es ja grundsätzlich genau richtig, dass er in die Bremse tritt, ne? Aber steht natürlich dann ganz genau auf der Strecke da. Das müsstest du vielleicht mal aus der Position vom Robin sehen, weil Ferry, der fährt da schon wieder ein bisschen an. Machst vielleicht ja genau die Onboard. Man kann natürlich sein, dass er dachte, er kommt da innen durch und in dem Moment. Ja, also da hätte ich an Robins Stelle hätte ich auch zuerst versucht, nach innen durchzukommen, weil außen da wäre er komplett ins Gras raus. Ja, natürlich mega ärgerlich da an der Stelle. Ziemlich heftiger Crash. Aber das ist auch das Problem. In der Kurve bist du eigentlich immer am Limit und selbst wenn du bremst, dann treibt sich dann direkt nach außen. Und ja. Ne, er versucht weiter reinzukommen, aber. Also er ist auf jeden Fall vom Gas gegangen. Da bin ich mir relativ sicher, aber das bringt nicht allzu viel. Ja, und es hat wieder geknallt zwischen Michael Mintgen und Thomas Batzke. Boah. Da geht's ja richtig gut los. Richtig gut weiter. Boah. Jetzt erstmal ihren Überblick. Und Mount die Katze direkt. So. Ja, Michael Mintgen, Horst Batzke, die beiden drehen sich raus. Und da kommt Carsten Hoffmann im Slalom da durch direkt. Weiter geht's. Batzki hier mit Off-Track. Logischerweise dann. So, ich bringe jetzt mal wieder ins Live-Bild. Ich versuche gerade wieder einen Überblick zu gewinnen, weil ich weiß nicht. Okay, Robin steht gerade in der Box. Robin lässt direkt reparieren. Kai ist weitergefahren. Markus Krüger auch. Stefan Vukovac ist natürlich die ganze Situation auf 3 nach vorne. Ja, durch. Wir gucken nochmal ganz kurz aus der. Inboard-Cam hier von Kai Brandt, wie der das da erlebt hat. Er hat da auch einen leichten Schlag vorne rechts gekriegt, aber ich glaube, der war nicht ganz so heftig zum Glück. Also könnte da ein Vorteil sein. Na, wie ist dann der Markus da fliegen gegangen? Weil da hat es ja noch weiter vor sich gesehen. Ja, gucken da nochmal bei ihm Onboard. Na, der Markus wollte dann außen eigentlich vorbei, aber dadurch, dass Robin den Ferry dann so gut erwischt hat, hat sie ihn wieder nach außen getrieben und dann hat er versucht auszuweichen und ja. Okay, ja. Aber dann dürfte dann, Markus da unbeschädigt rausgekommen sein. Ja. Natürlich ein Riesenschrecken da, sag ich mal, kriegt dann, aber. Aber Frank Flipsen, Yannick Pleiss hier im Kampf. Als davor die Corvette mit Dietmar Stein, die werden sie gleich überholen. Werden sie überrunden. Und Frank Flipsen. Michael Welle neben der Strecke. Weite Linie da vorbei. So, mein Autoscroll ist mal wieder an. Gucken wir uns gleich auch nochmal an. Michael Welle, da hinter Stefan Denecke. Ja, da war kein Platz mehr. Anhalten, ja, ein Glück. Weiter geht's. Schütze, wer nehmen wir das da? Wer ist gerade? Max Römer ist an der Box. Ob wir auch wieder Full Service, wie das aussieht. Auto ist aufgebockt. Ja, das ist jetzt genau die Zeit, wo ich gemeint habe, das wäre jetzt für Undercut ganz gut. Weil du hast gegen Rennende einfach nicht so viele Probleme mit den abgebauten Reifen. Ja.
Deshalb, jetzt können wir eigentlich die vorderen, ja, jetzt können wir im Prinzip abwarten, wie sie in die Box kommen. Am besten hat es natürlich an die Walter, 14 Sekunden Vorsprung. Ja, der kann sich's raussuchen. Da kann es im Prinzip abwarten, bis alle hinter ihm in der Box waren und dann kann er selber gemütlich reinfahren. Ich wollte gerade sagen, der hat einen guten Abstand, der hat es echt gut rausgefahren. Mittlere 46er in der letzten Runde. Kai Brandt, niedrige 46er, Stefan Vukovac, auch jetzt aktuell niedrige 46er, davor eine 45er. Also er ist nach wie vor auch sehr, sehr flott. Wenn das bis zum Ende durchgeht, Kai Brandt, Stefan Vukovac, ne? Das wäre quasi die Auferstehung der Saison für die Jungs von SRC Snake Racing. Zumal Stefan, wobei auf der Strecke, ich kann mir das schwer vorstellen, aber Stefan ist normalerweise auch einer von den Kandidaten, die mit den Reifen sehr, sehr gut umgehen kann. Ja. Allerdings, wie gesagt, es ist einfach so eine reifenbordende Strecke. Ich kann mir das momentan nicht vorstellen, dass der ohne Reifenwechsel durchkommt. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Weil zum Beispiel einer der Kandidaten, der das uns auch immer kann, ist Carsten Hofmann, der steht gerade auch in der Box und lässt auch Reifen wechseln. Und auch René von Dobschütz kommt gerade in die Box und ja, prompt wird es da auch so aufgebockt und dass ich auch die Reifen wechseln. Ja, natürlich ja, gute Besserung mal an Marcel Pomper. Ist bald wieder fit. Haben sich tatsächlich unsere Gruppen haben sich ziemlich aufgeteilt. Also von daher ist es nichts mehr von zu sehen. Ich wollte gerade sagen, ne, es ist momentan alles etwas entspannter hier geworden. Wir könnten theoretisch schon mal das ganze Rennen jetzt fast durchswitchen gefühlt. aber ja. Daniel, nochmal interessante Info da gerade im Chat. Der ältere der beiden Bentleys, also die ältere Spezifikation, war wohl einer der sparsamsten. Was die Reifen angeht, von daher könnte das tatsächlich, ja. Wenn das so ist, tatsächlich echt ein Vorteil für Stefan Vukovac dann sein. Durchaus möglich, weil ich kenne es ja aus meiner Erfahrung mit dem neuen Bentley. Der neue Bentley, der war auch echt gut mit den Reifen. Oder ist gut mit dem Reifen. Was für ein Grunzen hier dran an Daniel Erstling. Ah, kommen beide gut raus aus der letzten Kurve. Die beiden sind jetzt natürlich gerade interessant, weil das waren die beiden, die mit am frühesten in der Box drin waren. Wie weit die jetzt noch hier nach vorne kommen. Aber bei denen ist jetzt glaube ich auch schon 15 Minuten oder so her. Ja. Die beiden waren schon vor einiger Zeit tatsächlich drin. Ne? Also Bas van Grunst glaube ich noch bisschen früher als Daniel Erstling, also. Ja, ich meine, Daniel war noch ein Stückchen früher drin, aber ja? könnte ich mich jetzt auch täuschen. Matthias Weber, einen Platz nach vorne wollte ich gerade sagen, aber er ist gerade in der Box und auch Frank Flipsen ist gerade in der Box, deswegen. Jetzt ist mal kurz Entspannung angesagt bei Matthias Weber. Sehen Sie, er kann erstmal kurz was trinken. Der Boxenstopp dauert einen Moment. Dann ist mal kurz. Schluck nehmen quasi. Und gleich geht's weiter. Kein Volt Cola? Okay. Jetzt gedacht. Dann ist er wach genug. Es gibt nochmal den extra Boost.
Ja, logischerweise fällt natürlich jetzt Stück für Stück ein bisschen zurück. So, wir gehen erstmal wieder weiter hier ins Feld. Ja, Bas van Grunsten da leicht off-track gewesen. Frank Flipsen kommt dahinter jetzt raus. Ja, jetzt wird es natürlich interessant. Oh, Penalty für Matthias Weber, sehe ich gerade. Nein. Dann war er zu schnell in der Box. Diese tückische Boxeneinfahrt. Und er hat auch noch davor gewarnt. Na, warte mal. Beim Rausfahren wahrscheinlich, ne? Ja, ich vermute eher beim Reinfahren. Meinst du? Achso, warte. Weil der Strich kommt sehr, sehr früh. Ja, rausfahren definitiv mal nicht, das stimmt. So, warte, wir gucken mal bei Pit In. Ja. Pit In. Matthias Weber. Dann war deswegen, hat er da so, glaube ich, so, war nicht direkt ein Fluchen, aber. Oder? 80 km/h Begrenzung. Ja, da war er ein bisschen flott. Da war er in der Tat ein bisschen flott. Wenn er Glück hat, ist es nur eine Durchfahrtsstrafe. Wenn er Pech hat, muss er einmal anhalten. So, zurück ins Live-Bild. Ja, war schon gut schnell da in der Markierung auf jeden Fall. Bleibt erstmal draußen. Simon Rose packt ihn sich jetzt aber. Boah, später, Matthias Weber. Ah. Alter Schwede, das war wirklich spät gebremst. Und, auch schön Platz gelassen. Wissen ja, dass der Ferrari auch den Anker ganz schön spät schmeißen kann. Und da hier, hier auch noch nebeneinander. Schöner Zweikampf. Mit Jesse Monrose. Ja, wenn Jesse da jetzt daneben bleiben kann, dann hat er einen Vorteil, ja. Frage, ob die da Matthias Weber besser ausholen konnte, aber die lange Zone Kurven, die killen das, glaube ich, den Vorwärtsdrang wieder so ein bisschen. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, weil Matthias hat eigentlich die frischeren Reifen, hat auch Reifen gewechselt. Okay, vorne währenddessen Markus Krüger und Stefan Vukovac in der Box. Beide mit Reifenwechsel. Ja, der Aston bringt ihm kein Glück. Ja, das ist. Letzte Auto, was Matthias Weber wirklich Glück gebracht hat, war der 650er McLaren. Oder früher vielleicht mal sogar der Ferrari, ich weiß nicht. Ja, Ferrari war auch flott. Da kommt er, oh, jetzt haben wir auch richtig über den Körb geräubert. Jetzt kommt er rein in die Box, so langsam. Nicht wieder zu schnell. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob er nur eine Durchfahrtsstrafe hat oder ob er auch immer tatsächlich anhalten muss. Er scheint ja nur durchfahren zu müssen. Kommt hoffentlich nicht die nächste Strafe. Ne, alles anscheinend gut geklappt, sehr gut. Ah, da kommt noch einer, da kommt Max Römer noch vorbei. Und schickt ihn da ein bisschen auf die Wiese und da dreht es Matthias Weber raus. Und ja, er regt sich auf. Da kommen die nächsten, die auch einmal durch den Kies gehen. Oh. Auch richtig fliegen gehen. Das ist Mercedes, ist glaube ich René von Dobschütz gewesen und Michael Welle. Auf jeden Fall mit Gen. Der Führende in der Box. Ja. Reifen gewechselt, habe ich gerade auch einen Blick gehabt. Matthias Weber schüttelt den Kopf. Ja, der regt sich jetzt auf. So, Andreas Walter fährt wieder los. Der stand aber lang, 40 Sekunden. Stefan Vukovac, Markus Krüger waren eigentlich bloß 33 bzw. 34 Sekunden drin.
Oh, gute Frage. Yannick jetzt aktuell auf der 1. Er muss natürlich auch noch zur Box. Kann mir nicht vorstellen, dass er durchfährt. Bei Kai Brandt jetzt auch 43 Sekunden. Also entweder haben Kai und Andy Walter ein bisschen extra reingenommen oder Markus Krüger und Stefan Vukovac haben wirklich sehr knapp kalkuliert. Hm. Wird von daher jetzt interessant, Stefan Vukovac Kai Brandt dadurch. Ne? Ja, Kai Brandt ist auf jetzt momentan 5 bereinigt, auf 4 zurückgefallen. Durch das Janik natürlich noch da vorne ist, ist die Reihenfolge noch nicht original. Wird ich auch interessant, jetzt haben natürlich beide hier frische Reifen, Markus Krüger und Kai Brandt, aber vielleicht Kai... Ja, das sind vielleicht 2 Runden, wo die Reifen jetzt frischer sind bei Kai, dann muss er normalerweise gucken, dass er so schnell wie möglich vorbeikommt. Yannick jetzt auf jeden Fall in der Box. Er lässt auch Reifen wechseln. Ja. Porsche auch aufgebockt. Gucken wir mal bei ihm auf die Zeit. Gleich, wenn er wieder losfährt. Bei Erstling im Kampf mit Frank Flipsen. Ja, da sehen wir jetzt natürlich genau das alte Reifen gegen sehr neue Reifen. Aber das geht jetzt, glaube ich, auch schon 3 Runden oder so. Ja, Frank Klipsen hat sich den Bass van Grunzen schon geschnappt. Ja. Yannick fährt wieder. Frank Klipsen vorbei, aber nichts auf der Außenbahn. Ja, Porsche kann spät den Anker werfen. Ja, gut gemacht. Und vorbei ist er. Yannick kommt jetzt wieder raus. Noch Bass van Grunzen da vor sich. Damit Andy Walter wieder ganz vorne. Vukovac 13 Sekunden dahinter. Hat auch seine persönlich schnellste Runde jetzt in der letzten Runde gefahren. 1:44.1, genau wie Markus Krüger 1:44.1. Ja, also Stefan fährt hier ein Mega-Ergebnis ein. Ja. Also wenn da, also er hatte den Speed auch der anderen. Also wenn da nichts passiert, vielleicht hofft er ja, dass der Andy Walter... ja gut, in St. Petersburg haben wir ja gelernt, dass immer wieder was passieren kann. aber nach jetzigem Stand fährt Stefan vorne eigentlich safe P2 ein, wenn nichts passiert. Oh, hier gab es doch einen ziemlichen Crash jetzt gerade. Elias Herrmann da gegen Patrick Leitner und zwar ziemlich heftig abgeschossen. Das kam auch etwas unerwartet. Gucken wir uns das nochmal im Replay an, denn das, das sah ein bisschen strange aus. Es war einfach... Ja, da war er zu dicht hinterm Auto und den Bremspunkt verpasst. Elias Herrmann. Naja, da war Elias viel zu spät auf der Bremse. Das war jetzt auch kein früherer Bremspunkt als normal. Da hat er sich einfach verschätzt. Ja. Oh, Yannick Gleis. War kurz, so. Nur kurz neben der Strecke. Zurück ins Live-Bild. Thomas Batzke gegen Max Römer. Wobei, es war schon artistisch von Yannick. Oh, okay. Hat sie dann in der ersten Kurve, hat es gerade noch so gehalten. Okay, gucken wir gleich mal. schauen wir uns mal als Schmanker gleich mal an. Was der Yannick da getrieben hat. So, hier, Replay, Yannick Pleiss. Oh. Schöner Drift. Da gab es dann noch ein bisschen ins Kiesbett raus. Die Mercedes haben heute wohl die Opferrolle. Ja, kann man glaube ich tatsächlich so sagen. Ja.
In jeglicher Hinsicht. Robin Ricke, Platz 20 für ihn. Nach dem Crash. Patrick Leitner, gerade an der Box. Nicht minder. Gebeutelt heute. René von Dobschütz, ja auch schon. Eben gerade noch die Zusammenkunft mit Michael Welle. Noch der Beste von den Mercedes hier aktuell. Matthias Weber. Mal ins Cockpit. Lenkrad ist gerade. Leichten. Ich glaube, nochmal in der Box war er, glaube ich nicht, aber. Leichte Beulen dürfte er da trotzdem haben. Ich bin echt gespannt, wie es da jetzt mit Daniel Erstling und mit Bas van Grunsven weitergeht. Ob die nochmal kommen, weil wir waren, wie gesagt, sehr früh. Und wenn sie nicht kommen, inwieweit die Leute hinter sich halten können. Ich meine, Frank hat sich da ja durchgedrückt. Jetzt ist Yannick gerade an Daniel dran. Ja, hüpfen wir auch gleich das sofort dann wieder hin. Ja. Die beiden. Daniel wehrt sich da tapfer. Oh, Janik gerade auch wieder komplett quer. Und dahinter dann auch Elias Herrmann und Bas van Grunsven. Boah. Janik versucht da innen reinzugehen und ja, Elias Herrmann hat direkt keine Kompromisse gemacht, einfach direkt mal vorbei. Janik zeigt sich hier. Elias Herrmann wahrscheinlich mit einer Strafe rechnen muss nach dem Crash. Ja. Eben mit Patrick. Boah, innen rein. Lassen sich genug Platz, aber jetzt. Janik jetzt. Ah, ne, er kann nicht draußen dranbleiben. Aber trotzdem, jetzt kann er den Schwung nutzen. Hier außenrum ist schlecht, aber er kann jetzt versuchen, den Schwung zu nehmen aus der vorletzten raus. Ja. Na, ah, kommt aber auch weit raus. Ja, weit raus. Ja, hat er Schwung verloren. Es dürfte Daniel Erstling hier vielleicht reichen, wieder mal für die Gerade. Ja, warte mal, Yannick ist ein noch späterer Bremser. ja. Das versucht uns jetzt gerade zu beweisen. Ja, ja. Aber du siehst, wie später Ferrari auch da den Anker werfen können. Also, Wahnsinn. Aber jetzt müsste Yannick durch sein. Jetzt müsste er durch sein. Da kann Daniel normalerweise nicht außen gegenhalten, für das sind die Reifen zu schlecht. Hier ist Hermann, mischt sich gleich mit ein. Ah, wenn er sitzt. Ah, jetzt könnte er innen rein. Das wird eng. Oh ja, er presst sich innen vorbei. Es war auf der letzten Rille, aber ja, gut gemacht. Ja, also macht er keine Kompromisse. Und innerhalb weniger Kurven direkt zwei Plätze verloren, Daniel Erstling. Das wird ihn sicherlich nicht so freuen. Aber jetzt auf jeden Fall wieder direkt beim Zweikampfpartner die ganzen Runden zuvor Bas van Grunsven wieder zusammen direkt. Ja, wie gesagt, das sind halt jetzt die beiden, die frühesten Stopper. Die müssen jetzt natürlich gucken, wie wird sich das entwickeln, weil dahinter kommen jetzt dann natürlich die nächsten, da Jesse Monrose, Loris Brock, Carsten Hofmann. Wird, denke ich, jetzt noch ein bisschen dauern, aber im Normalfall sollten die dann auch gegen Rennende dran sein. Zum Glück fahre ich nicht mit. Die gehen da ran. Ich wäre auch noch bei Daniel. Nach Daniel. Ich glaube, du wärst ganz gut mit dabei. Aber tatsächlich, dahingehend hast du recht. Also. Hier hast du echt einige Manöver, also die langen Kurven, die verleiten die Leute auch dazu, ja, ordentlich drauf zu halten. Ne? Ja, ist natürlich auch die Sache, die Jungs mit den frischen Reifen, die haben so viel mehr Grip. Das verleitet dann einfach, wenn du merkst, hey, du kommst so viel schneller um die Kurve raus, dass dich einfach versuchst, irgendwie daneben zu setzen und ja, zu sagen, komm, ich habe so viel mehr Grip, das wird schon funktionieren.
Ist natürlich auch immer die Sache, erstens darf man sich selbst nicht verschätzen und zweitens muss der Nebenmann dann trotzdem mitspielen. Wie jetzt in dem Fall, hätte Daniel da die Tür zugeschmissen gegen Elias, dann hätte es definitiv geknallt. Ja. Leichter Stupser von Max Römer gegen Thomas Batzke. Bisschen gesehen. Es wird auch merklich dunkler jetzt hier vom Himmel her. Also Regen, denke ich mal, wird es wohl nicht geben. Ist auch nicht angesagt, aber merkt so generell. Das stimmt mit den Kurven, Daniel. Kannst fast überall daneben fahren, aber dann die darauffolgende Kurve, die ist das Entscheidende, das stimmt. Wir haben so viele S's als Kombination hier. Boah, hier auch wieder der innen rein über den Curb, sich eingehakt, Max Römer und ja, was links im Spiegel bei Thomas Batzke, rechts im Spiegel bei Thomas Batzke, aber er kommt nicht vorbei bisher. Was auch dazu kommt, die Curbs sind hier extrem rutschig. Also zumindest mit dem Bentley habe ich die Erfahrung gemacht, dass du auf den Curbs nicht wirklich Gas geben darfst, weil sonst das Auto weggeht. Also die sind echt tricky hier. Ja, man sieht das so ein bisschen, dass die Leute, zumindest macht das manchmal so einen Eindruck, die fahren dann innen auf den Curb und haken sich direkt hinter dem Curb sozusagen ein bisschen ein. Ja, aber dass sie nicht komplett über den Curb rüber rutschen, sondern sich dahinter so versuchen ein bisschen einzuhaken. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig aus. Der Grip auf der Vorderachse ist auf dem Korb definitiv da, aber wenn du eben beschleunigst auf dem Korb, das ist nicht so gut. Deshalb, du kannst schon drauf fahren, du kannst den mitnutzen, gerade am Kurveneingang, kannst ordentlich abkürzen, aber musst dann eben gucken, entweder entsprechend Gefühl im Gaspedal haben oder eben gucken, dass du schon mit dem Hinterrädern vom Korb runter bist, wenn du da wieder aufs Gas trittst. Hier Max Römer, der alles versucht, an Thomas Batzke vorbeizukommen und auch fleißig die Lichthupe hier betätigt. Und Thomas Batzke seinerseits. Er schenkt ihm hier nichts. Oder hier wird einem auch nichts geschenkt. Es ist halt ein Platzkampf und Max muss sich da den Platz vorbeisuchen. Bleibt ihm leider nichts. Oh, was für ein Grund von in der Box. Der hat erst zwei Stopper. Ja. Schwung holen von Max Römer gegen Thomas. Ah, kommt aber weit raus, kommt weit raus. Den wahrscheinlich auch nicht so viel bringen auf der Geraden. Da nicht genug Schwung. Und davor der Angriff von Elias Herrmann gegen Yannick Pleiss. Spät verteidigt. Er sieht, er ist in dem Moment in der Zucht, sieht da schon, dass da ist auch schon beginnt die Anbremszone und der zuckt einfach hinterher. Das ist alter Schwede, das ist nicht so einfach. Manchmal auch grenzwertig. Ja, ist natürlich, wenn du genau in der Bremsphase rüber zuckst, dann kannst du dahinter vielleicht gar nicht mehr reagieren. Deshalb ist das schwierig. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob es in der Bremsphase war. Aber auf jeden Fall kann Elias deutlich schneller. Ja. Hier die Linie gut scharf, aber der Porsche hat hier erstmal Kurvenmitte zumindest eine relativ gute Linie gehabt. Ja, aber Elias hat eigentlich ganz gut Schwung da jetzt rausgenommen. Ja, guck auf der Geraden. Er kommt nicht ran. Er schafft nicht die entscheidenden Meter, die er braucht. Aber er muss sich den Gegner hier so ein bisschen mürbe fahren. Er hofft, dass die Reifen beim Gegner zuerst einbrechen und nicht bei ihm durchs Hinterherfahren. Dann hat er eine Chance.
Aber Yannick, der macht da schon ganz bewusst die Tür zu. Ja. Er hat das im Rückspiegel definitiv mitbekommen, wie Elias da an Daniel vorbeigegangen ist. Ich wollte gerade sagen, er weiß, dass er das relativ aggressiv machen kann. Ja. Und verteidigt sich da dementsprechend. Seine Bremspunkte zu treffen. Ja, manchmal ist es nicht so easy. Wow, jetzt wird es schlagartig auch wieder hell hier. Die Sonne kommt anscheinend wieder raus. Schönes Duell. Ich sage auf jeden Fall gut dran. Kurvenausgang auch ein bisschen enger. Aber das könnte jetzt was werden. So nah dran, ja. Das ist die Frage, aber er kriegt keinen richtigen oder nicht den richtigen Schwung, sondern war jetzt nur Meldung auf gleicher Höhe. Der Porsche auf der Geraden für sich genommen schneller. Versucht jetzt daneben, aber das wird nichts bei Yannick. Ja, ich hatte es aber schon ein paar Mal das Gefühl, wenn Elias wirklich richtig spät bremsen kann mit dem M4. Und die Kurve ist nicht langsam genug. Und dementsprechend, ja, wenn er es jetzt einmal schafft, Yannick von der Linie runter zu bewegen, ja, dann könnte es durchaus sein, dass er in der darauffolgenden Kurve die Chance hat. Ihr wisst, da gibt es nochmal den Stupser von hinten. Der war heftig. Da kennen wir ja die Variante von Stefan Vukovac vorhin. Der hat es ja recht eindrucksvoll geschafft, nämlich hier jetzt vor der Haarnadelkurve. Da hat Yannick in so einen Fehler getrieben, beide sehr, sehr spät gebremst und Yannick war dann im Off. Aber hier ist er zu weit weg. Ist ja dann doch ein bisschen zu Harakiri. Wetter kommt zurück. Es wird wieder dunkler auf der Strecke. So, und die nächsten Kurven hier. Also hat definitiv deutlich mehr Kurvenspeed. Aber wie gesagt, er muss im Prinzip Yannick dazu bringen, einmal seine Linie zu verlassen. Und dann hat er eine Chance. Boah, da sieht man schon, wie viel Schwung er da nimmt. Aber das war jetzt dann doch zu viel. Ja, er ist nicht schlecht, aber er kommt hier nicht genug ran. Diese Geraden, siehst du, dass der Porsche Stück für Stück da ein bisschen wegkommt. So dran, aber da reinbremsen ist schwierig. Die Kurve ist jetzt zu schnell. Da kommt da schnell ran, aber die Kurve ist zu schnell, dass man da dann jemanden ausbremsen kann. Ja, normalerweise seine beste Chance ist hier innen rein, aber da macht Yannick eben die Tür zu, deshalb hat Elias jetzt auch ein bisschen mehr Schwung genommen. Und wenn er es da jetzt schafft, durch den Linksknick ganz nah dran zu bleiben, dann könnte er rein theoretisch nochmal einen Ausbremsversuch starten, aber jetzt ist er zu weit weg. Ja. Hier ist er zu weit weg. Ich glaube, aktuell hat er seine Reifen noch ein bisschen zu sehr rangenommen, könnte ich mir fast vorstellen. Die vielleicht auch jetzt dann Stück für Stück ein bisschen einbrechen werden. Kommt in der Anbremszone, kommt er nach wie vor immer wieder noch stark ran. Aber er schafft es nicht wirklich dann vorbeizukommen. Aber wer es geschafft hat, vorbeizukommen, ist Max Römer. Schauen wir uns mal ganz kurz im Replay an. Max Römer vorbei an Thomas Batzke. Hat hier genau wie das Szenario mit Yannick und Elias. Oh, geht vorbei, der M4. Thomas Batzke versucht, mal auszukontern. Geht nach außen auf die Ideallinie. Am Max innen und ist vorbei. Ins Live-Bild und. Ah, du könntest gerade mal gucken. Stefan Vukovac war neben der Strecke. Das hat sie aber P2 gehalten. Der ist auch ordentlich eingeschlagen. Du, echt? Was soll ich sagen? Es ist Lenkrad gerade und Elias Hermann und Yannick Pleiss. Oh, beide raus.
Wann kommen wir auf die Strecke zurück? Da müssen wir mal ganz kurz reingucken. Nach da Ziel hier ist anders wieder, ne? Ähnlich wie die jetzt. Situation. Da heizt sich's rauf. Also hier, da berühren sie sich. Oh, ja, da wird ein bisschen Lack ausgetauscht. Und die nächste Kurve nehmen wir nochmal so. Ja, oh, hält rein. Aber bleibt dahinter an dieser Stelle. Bringst du wieder ins Live-Bild. Alter Schwede. So, ja. Wo ist Stefan Vukovac? Warte mal. Warum? War off-track. Jetzt muss ich es gerade selber bei mir suchen. Wo das war. Ach, da war's. Ui, oder? Bisschen weiter zurück. So, hier. Stefan Vukovac. Oh, nicht, dass er da in Probleme kommt. Ja, war. Bist zu schnell. Ah, mit viel Skill hat er das Lenkrad genau im richtigen Winkel da eingeschlagen. Allerdings ist der Druck für ihn jetzt auch geringer geworden, weil kannst du danach ins nächste Replay gehen, weil Markus Krüger hatte, glaube ich, einen Dreher. Also hier haben wir es. Markus Krüger. Ah, nee, der ist einfach nur von der Strecke. Ah, doch, Dreher. Da, ja, geradeaus geht's. Und Kai Brandt damit vorbei. Aber das muss er jetzt erstmal wieder zufahren, der Markus Krüger. Dann kannst du direkt wieder zu Yannick und Elias. Ui, da gab es die nächste Berührung. So, da haben wir es. Ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Die bringen sich gerade. Jetzt. Sticht da rein und geht vorbei. Also das ist mal eine Nummer. Das ist Revanche Foul. Das ist Revanche Foul, ja. Das ist ein Yannick gewesen. Ja. War jetzt nicht so die Feine. Elias kann sich gerade noch so vor Daniel Erstling halten. Aber das ist kaputt. Okay, Auto ist kaputt. Ist langsam. Oh, da gibt's jetzt die nächste Revanche. Hey, der wackelt ganz schnell am Lenkrad. Der muss gucken, dass er auf der Strecke bleibt, glaube ich. Da ist ein bisschen was kaputt. Bald wird doch Yannick jetzt nicht hier. Jungs. Alter Schwede. Ja, das war schon. Das war definitiv mal drüber. Guck nochmal gleich ins Replay, Yannick. Muss ich jetzt auch hinten gegen Jesse Monroes verteidigen. So, wir hüpfen mal rein ins Replay. Ich behalte das Bein so lange mal im Auge. So, da ging es das erste Mal. So, da kamen sie da zusammen. Nächste Moment, den wir dann hatten, hier sticht er rein. Er geht rein. Ich meine, es war grundsätzlich gut gesehen von Yannick, dass er die Tür dann offen lässt, aber dann danach, das war halt einfach, so überholst du mich nicht und Punkt. Ja, wir sehen es hier, er ist eindeutig vorbei und Yannick geht jetzt hier ziemlich bewusst off-track, weil da kannst du eigentlich da nicht so überholen. Ja, und wie gesagt, das Erste, klar, wenn Yannick da seine normale Linie fährt, knallt es die Kurve davor schon. Also da kann Elias eigentlich auch nicht so reinhalten. Ja. Aber wie gesagt, das danach, es muss beides nicht sein. Aber das hat sich eigentlich angedeutet über die letzten Runden. Die haben sich gegenseitig so aufgeheizt. Das ist echt, ja. Wenn die beiden so lange... Fahrer, warum wundert mich das nicht? Yannick hat so seine Begegnung auf dieser Rennstrecke. Vor ein paar Jahren war es jemand anders. Währenddessen drückt sich Elias Herrmann gerade wieder am Daniel Erstling vorbei, beziehungsweise versucht. Also so wie es aussieht, läuft das Auto wieder. Ja. Auch nicht leicht, versucht da. Ich guck gerade mal bei Elias drauf, ob das Lenkrad gerade steht.
Ah, ich brauche eine Geraden. Ich wollte gerade sagen, du musst eine Station haben. Ja. Die S ist hier, die versprechen dahingehend leider nichts Gutes. Ah, Yannick mischt wieder mit. Ja, ist wieder dran. Und hier an der BMW, der treibt schon weit raus. Wir hüpfen mal um ins Cockpit hier. Ja, ja, das denkt gerade. Bei ihm steht es gerade und bei Yannick steht auch gerade. Ganze, was die Autos aushalten. Ja, das haben sie tatsächlich im richtigen Winkel. Oh, Daniel Erstling, jetzt völlig Fragezeichen. Oh, pass auf, jetzt kommt Yannick. Jetzt kommt Yannick. Nächste. Sticht er da innen rein? Nein, da sticht er nicht. Nein. Aber jetzt. Hier seine Kurve. Elias Herrmann, da geht er gerne mal vorbei. Und hier bleibt er jetzt vorbei. Daniel Erstling, kann er sich wehren gegen Yannick? Ja. Ich glaube, das war Elias dahingehend erstmal relativ wichtig, dass er ein bisschen Puffer dazwischen sich und Yannick bringt. Ich glaube, bei Daniel dürften die Reifen halt auch wahrscheinlich ziemlich am Ende sein. Ja, da war jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon. Yannick hier auch wieder im Off. Er ist jetzt schon 45 Minuten, glaube ich, auf dem Reifensatz unterwegs. Klar, da, ja, das macht Yannick mit dem Porsche auf der Bremse dann. Ja. Dahinter ist dann auch direkt Jesse Monrose, der Teamkollege von Daniel Erstling. Und zwischendurch kommt die Sonne mal wieder raus. Ich muss mal eine Millisekunde mal ganz kurz weg, bin sofort wieder da. So lange hier mal Radio, beziehungsweise man sieht es am Hintergrund. Ich denke mal, Jesse wird gleich an Daniel vorbeigehen. Ich kann mir nicht vorstellen, es sei denn, sie gucken wirklich so auf die Gesamt. Nein, da passiert schon im Hintergrund, sieht man es vielleicht. Da lässt Daniel Jesse durch, weil der hat natürlich noch Chancen, vielleicht auf die beiden da vor ihm. Auch mal gespannt auf die Zeiten von Elias und Yannick. Währenddessen war Matthias Weber einmal neben der Strecke, René von Dobschütz einmal neben der Strecke. Jetzt gerade Max Römer. Das werden wir gleich alles noch im Replay, denke ich, nachliefern. Wow. Bas van Grunsven geht gerade durchs Feld durch. Wie gesagt, Bilder kommen gleich noch alle hinterher. Bas van Grunsven schon wieder auf 12 nach seinem zweiten Reifenstopp. Der kann hier. Ja, gucken wir mal auf Zeiten. 85 Sekunden ist er gerade hinter der Spitze. Und wieder da. Ja, wir hatten zwischenzeitlich ein paar Sachen. Matthias Weber war mal neben der Strecke. Rede von Dobschütz neben der Strecke. Und Bas van Grunsven geht durchs Feld durch. So, Off-Track von Thomas Batzke. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Da gegen Max Römer. Da sind die beiden kollidiert. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Na gut, Und da marschiert Bas van Grunsven durch. Ja. Ja. Mit dem legt er sich auch gleich noch an. Ja, das war gerade auch noch ordentlich hartes Duell. Thomas Batzke auf der äußeren Linie hält durch. Da bremst der Porsche.
Ja, auch nochmal ein bisschen Lackaustausch. Ja, das war auch so ein bisschen mit Vorband, ne? Aber ich sag mal, das ist noch so an der Grenze. Ja. Na, da geht's schon gut ab. So, wir springen mal noch ein bisschen zurück. René von Dobschütz mit Off-Track, was da passiert. Ja, die Stelle wird, glaube ich, langsam belebt. So, da haben wir die Kurve. Ja, da treibt sie noch nach außen. Unweigerlich, da ist, glaube ich, auch das Ende der Reifen so ein bisschen in Sicht. Ja, genau das Gleiche ist übrigens auch mit Matthias Weber da passiert. Ein paar Sekunden davor. So, da gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Selbe Kurve, gleiches Spiel, anderes Auto. Aston Martin. So, sehen wir wahrscheinlich das Gleiche. Reaktion, die Live-Reaktion von Matthias Weber sehen wir hier leider zwar nicht, aber er rudert trotzdem da oben schön, fröhlich, munter weiter am Lenkrad. Und gehen mal wieder ins Live-Bild. Kai Brandt, Markus genau. Krüger. Da vorne geht einer ein bisschen durchs Kiesbett. Das ist, glaube ich, Jan Schmid. Ja, das ist Jan Schmid. Die gelben Spiegel. So, und hier Kai Brandt gegen Markus Krüger. Das Duell. Max Krüger also wieder dran nach seinem Dreher. 8 Minuten noch auf der Uhr. Dann hätten die beiden SRC Snake Racing Piloten hier Podiumsplatz 2 und 3. Ja, stimmt. Ja, der Chat ist halt etwas anderer Meinung. Ne? Die Überholmanöver sind hier dann doch teilweise etwas zu hart. Ja, die Geschichten, ja. Was Andi auch gerade gesagt hat, mit der Quali-Vorbande, da wird, glaube ich, so ein bisschen. Es ist quasi ausgenutzt, dass der Gegner dich vor dem Kiesbett quasi unweigerlich stoppt. Und ja, ist schon nicht ohne. Boah, hier auch wieder letzte Rille, Kai Brandt und Markus Krüger. Guck gerade mal, Kai war letzte Runde eine halbe Sekunde schneller als Markus. Ja. Da müssen die davor eigentlich fast schon ganz dicht beieinander gewesen sein. Also wird noch interessant sein, wie das gegen Rennende ist. Das ist genauso wie das ist irgendwie auch ein Dauerduell des Rennens. Max Römer gegen Thomas Batzke. Vorhin andersrum. Vorhin hat Max die ganze Zeit Thomas gejagt. Jetzt jagt Thomas Max. Das ist wie Katz und Maus. Ja, absolut. Oh, Max mit einer weiten Linie kommt da ziemlich auf den Körb. Ich sehe immer schon das halbe Auto wieder hier über den Körper hinaus so ein bisschen gefühlt, aber die packen es dann doch immer noch. Also Markus Krüger, Kai Brandt auch wieder, enge Situation. Jetzt aber Markus Krüger doch ein bisschen zu weit weg. Aktuell das Fahrzeug, das wollten wir mal haben. Da sehen wir den McLaren davor. Oh, letzte Rille, die er bremst. Man sieht, das Lenkrad steht fast immer gerade und leichte Bewegung und das Auto ist schon die ganze Zeit in der Kurve. Also, oder in der Kurvenbewegung. Auch wirklich. Ja, ah, das ist dieses Gefühl, was der Markus da hat, dass er auf jeden Fall, also man sieht ja, dass er deutlich später bremsen kann als Kai. Ja. Kann durchaus sein, ich kann Markus jetzt schwer einschätzen, aber dass er dann vielleicht irgendwann doch mal einfach einen Move versucht. Ja, jetzt hier den Berg wieder hoch Richtung Haarnadel. Ja, das war jetzt durchaus möglich. Er hat versucht das, er versucht rein. Kai lässt die Tür offen. Ja, beide haben mitgespielt. Aber jetzt hat natürlich Kai konnte auch ein bisschen besser beschleunigen. Ah. Beide kommen ja weit raus. Dachte gerade schon, könnte Kai vielleicht nochmal nutzen, aber
Auch Kaida mit einem leicht ausbrechenden Heck. Versucht auch alles. Ja, aber ich denke mal, Kai, da freut sich da, so weit vorne zu sein. Da guckt gerade, dass er die Punkte da jetzt mitnimmt. Weil da haben sich, ich meine, es ist gut, dass sich beide so viel Platz gelassen haben. Außer vom Gefühl her haben sie sich schon beide sehr viel Platz gelassen. Ja. Ich drücke Kai die Daumen, Fernfahrer. Ja, Kai hat ja tatsächlich die Möglichkeit, tatsächlich mal wieder aufs Podium zu fahren. Weiß nicht, wann das letzte Mal bei ihm der Fall war. Aber wäre tatsächlich für ihn mal ein sehr, sehr wohltuendes Rennen, sagen wir es mal so. Denn gleich auch eine ziemliche Seuchensaison auch hinter sich. Sicherlich auch ähnlich wie Stefan Vukovac. Jetzt hätte ich da vorne auf der 2 ist. Aber aktuell scheint Markus Krüger da ein bisschen schneller gehen zu können. Okay, letzte Runde war auch, glaube ich, das Überholmanöver. Nee, es war vorletzte Runde das Überholmanöver. Ja. Müssen wir vielleicht die Zeit nochmal abwarten, weil die letzte Runde war es ein Sekundenunterschied, aber so viel Abstand ist zwischen den beiden nicht. Ja. Matthias Weber kommt jetzt hier ran an Thomas Batzke und Max Römer. Die beiden bekämpfen sich auch nach wie vor. Ja, zwischendrin ist Loris Brock an Daniel Erstling vorbeigefahren. Dem gehen jetzt nach und nach die Reifen. Nein, da wird wahrscheinlich auch noch Carsten Hofmann vorbeikommen. Ja. Schönes Duell, das wir hier haben. Quasi das Duell Vortex gegen Wood. Matthias Weber gegen Thomas Batzke. Und davor ist noch Max Römer. Also haben wir schon echt drei Piloten. Max und Thomas, die ist jetzt gefühlt das halbe Rennen hier schon. Gegenseitig bekriegt haben, mehr oder weniger. Boah. Auch wieder versucht, noch reinzukommen. Matthias Weber, der innen jetzt versucht und jetzt außen in der Kurve vielleicht jetzt versucht, das Schwung zu holen. Wir sehen, wie er am Lenkrad ein bisschen hin und her rudert und guckt, dass er das so gemanagt kriegt. Klar, der sieht das da jetzt halt noch, ja. Da ist Potenzial. Ja. Oh, ganz dicht hintereinander, die drei hier. Die sind jetzt auch in der vorletzten Runde, weil Andi Walter, da geht jetzt gerade auf die letzte Runde. Ah, jetzt, da, genau, da geht auf die letzte Runde. Und Max Römer und Matthias Weber gegen Thomas Batzke, das Duell. Fast so ein bisschen. Dachte ich schon, dass es selber passiert hier wie bei Yannick und Elias, aber. Und jetzt auch nochmal Fehler von Max Römer. Beide gehen vorbei. Ah, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Oh, Matthias Weber kommt weit. Versucht sich jetzt vielleicht noch Thomas Batzke noch zu schnappen? Fragezeichen. Ja, Daniel, das dachten wir alle. So, Thomas scheint das Ding hier, den Sack dann zuzumachen. Wir springen gleich mal zu Andreas Walter zurück. Ja, der ist im letzten Sektor. Oh, der dreht
70 fast in der letzten Runde. Hat gerade ordentlich einen Quersteher drin gehabt. Oh Mann. Andreas Walter fährt das Ganze jetzt hier nach Hause. Boah, nochmal ein ordentlicher Schlenker drin. Jetzt übertreibst du dich, Andi. Jetzt. Glückwunsch, Andreas Walter. Jetzt übertreibt das. Und haut das Auto sowas von weg. Na gut, solange er zurück in die Box kommt. Wollte gerade sagen, ne? Wenn er da jetzt den Motor kaputt haut, ja. Seine Mechaniker danken es ihm. Wollte gerade sagen. Ach, Andi. Mann, also Andi Walter in diesem Fall. Stefan Bukowatz schafft's auf Platz 2. Glückwunsch. Und Markus Krüger auf die 3. Kai Brandt wird Vierter nach der Pole. Ah, da knallt's noch in der letzten Runde zwischen Daniel Erstling und Carsten Hofmann. No. Da kommt noch Jos Scheppard, der ist noch vorbei, der sich aber, glaube ich, nur entrundet. Aber dahinter Bas van Grunsven ist da und der ist nochmal eine Gefahr. Die Frage, wie muss Daniel Erstling? Oh, der ist noch ein bisschen weiter zurück. Da ist jetzt direkt hinter Thomas Batzke und Matthias Weber. Damals. Carsten Hoffmann bleibt jetzt hier vermutlich vorne, hat der Porsche noch genug Speed, aber Bas van Grunsven ist dran. Boah, Matthias Weber da hinten im Hintergrund nochmal richtig über den Körper geräubert. Und hier kommen die beiden. Da über Startziel rüber. Matthias Weber auf 13, Thomas Batzke auf 12, der Erstling auf die 14, Max Römer auf 15. Ja, das haben sicherlich auch etwas anders vorgestellt. Yannick schafft's vorne auf die 7, Elias Herrmann auf die 6, Frank Flipsen auf die 5, Kai Brandt auf die 4. Alter Schwede, ja, hier war was los. Noch kurz zur Info, weil das ist komplett untergegangen. Kai musste abreißen lassen zu Markus, weil er selber auch in der Haarnadel einmal neben der Strecke war. Ja. Aber Platz 2 und Platz 4 für die beiden sehr, sehr ordentlich. Gutes Comeback quasi mit reichlich Punkten. Oh, was haben denn der Thomas und der Matthias dann nach der Ziellinie? Also die Jungs haben alle Lust, ihre Autos nach der Ziellinie kaputt zu hauen. Ich begebe mich mal auf die Suche hier nach den Leuten, so Stefan Vukovac. Jetzt schon wieder interessant. Wo sind sie denn? Ach, da. Stefan Vukovac, dann brauchen wir Markus Krüger. Und Andreas Walter, ja, so. Wollen wir uns die mal alle hier nach oben soweit. Jetzt haben wir die ersten drei auch bei uns hier soweit zusammen im Channel und sagen erstmal Glückwunsch ans Podium und natürlich besonders Glückwunsch an Andreas Walter zum Sieg. Andreas, ja, was für ein Rennen vom Start weg eigentlich. Ja, also erstmal danke für die Glückwünsche. Glückwünsche auch an die beiden, die mich hier begleiten. Ich habe es mir ein bisschen stressiger vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Kann dir sagen, hinter dir war es definitiv stressiger. Ja, das habe ich gesehen, so an den Abständen irgendwann. Rhythmus gehalten, Auto lief gut. Hab nicht damit gerechnet, dass da so viel Speed zwischen den Konkurrenten und mir liegt. Ja, auf dem Grauen gehalten und natürlich mehr, ne? Absolut, absolut. Danke dir, Andreas. Und kommen wir zu Platz 2. Stefan, es ist lange her. Erstmal Glückwunsch zu Platz 2 und Wahnsinnsrennen von dir. Also perfekt ausgenutzt und
Anni Hering hat es vorhin auch gesagt, du bist einer, der dann auch wirklich optimal und sehr gut mit den Reifen umgehen kann. Ich glaube, das hat dir heute hier auch in die Karten gespielt. Warum? Warte mal. Der ist gar nicht da. Warum? Moment. Mir fehlen hier. Ja, sind jetzt Markus Krüger und warte mal. Ich hatte doch eben alle hier oben. Ich habe den Stefan. So. Ich habe eigentlich alle hier gezogen gehabt. Aber irgendwie auf einmal waren zwei wieder weg. Ich weiß nicht, was hier los ist. So. Ich versuche mich nochmal zu erinnern, was ich jetzt gerade gesagt habe. Stefan, erstmal Glückwunsch zu Platz 2. Glückwunsch euch. Es ist wirklich lange her, dass wir tatsächlich hier euch mal gesprochen haben. Aber umso schöner, dass es jetzt endlich wieder geklappt hat. Und das, was ich gesagt habe, was dir, glaube ich, hat zugute gekommen, ist, dass du eigentlich so gut mit den Reifen hier haushalten und umgehen kannst. Ich glaube, das war tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Schlüssel, Leute. Das war das Um und auf dieser Strecke mit dem Schleifpapier Streckenasphalt. Das war ja fürchterlich, aber ich glaube, da war ich nicht alleine. Da hatten mehrere zum Kämpfen. Aber es freut mich auch, deine Stimme wieder live zu hören und nicht immer im YouTube. auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ein gutes Teamergebnis auch, weil Kai, schade, leider einen dritten Platz noch verloren zum Schluss, aber war trotzdem super. Auf jeden Fall, jetzt die quasi, was mal die Punkte in einem Renner geht, die Wiederauferstehung fast schon so ein bisschen für das SRC Snake Racing Team. Klasse gefahren von euch beiden. Also hier im Rennen hat es ja irgendwie, also die Autos könnten ja fast unterschiedlicher nicht sein von Bentley und von McLaren, aber es hat tatsächlich bei euch beiden hier super gepasst. Liegt euch die Strecke hier einfach wunderbar? Ich glaube, dass die Strecke uns liegt und natürlich auch jedem das Fahrzeug, weil wir fahren die Fahrzeuge schon länger, jeder seines, und das funktioniert auch sehr gut. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, nochmal klasse Ergebnis da für euch auf jeden Dankeschön, Fall. Und ja. Danke, Andi. Ja, ans Podium auch, ja. Ja. Danke. Okay. Ja, Andi Walter hat seinen McLaren übrigens auch noch ein bisschen aerodynamisch verfeinert hier. So, kommen wir zum Platz 3. Markus Krüger. Markus, ja, auch für dich ein super Ergebnis hier heute und auch, ich glaube, ein sehr, sehr intensives Rennen. Oh, das ging eigentlich. Erstmal Glückwunsch an Andreas und besonders Glückwunsch an Stefan, hat mich sehr überrascht. Und vor allem an Kai, sein Teamkollege. Danke. War ich echt beide von überzeugt. Also, wow, das hat ja super Rennen, super Leistung, keine Fehler gemacht. Super. Ja, danke. Ja, und ja, zur Strecke. Naja, es ging eigentlich. Also, ich hatte das Auto gut abgestimmt. Im ersten Stint leicht untersteuernd, im zweiten Stint perfekt abgestimmt. Somit könnte ich dann halt im zweiten Stint ein bisschen schneller fahren. Und das ging, also wenn man da seine Routine hat und guckt, dass die Reifen nicht anfangen zu rutschen, dann hat man auch keine Probleme. Oder zumindest bei mir war das zumindest so, wie ich das Auto abgestimmt habe. Ja, wie schwierig war es, dieses Fenster zu halten? Wenn man da die Routine hat, seine Bremspunkte einhält und die Geschwindigkeit hält, dann hat man keine Probleme. Eher schwierig, wenn man jetzt versucht, einen zu überholen, weil da muss man halt an diese Grenzen nah ran. Man kann ein paar Runden, könnte man schneller fahren, aber das muss man dann wieder langsam dann wieder ausbauen. Das war mir auch zu riskant, dass ich mir da die Reifen kaputt fahre. Zum Glück war die Streckentemperatur ein bisschen niedriger und man hat ein größeres Toleranzfenster gehabt. Gehofft war eigentlich Zweiter zu werden, aber ich habe auch selber einen Fehler eingebaut. Ich habe eine Kurve beim Gestänge, wo es dann hochgeht, im letzten Sektor aus Versehen in den fünften reingeklatscht und dann die nächste Kurve dann dadurch nicht bekommen, abseits der Strecke gekommen, die den Abstand, den ich zu Stefan zugefahren habe, dadurch verloren, Kai auch noch vorbei. Und dann hieß es erstmal gucken, dass ich nochmal P3 irgendwie kriege und das konnte ich dann noch irgendwie einfahren. Ja, auf jeden Fall geschafft. Auch ja, klasse Ergebnis dann natürlich für dich, für euch auch wieder gewesen. Und ja, danke dir, Markus. Und ja, danke an alle Zuschauer auch, die heute wieder fleißig im Stream mit dabei waren, auch fleißig mit im Chat auch mitgemacht haben. War heute wieder richtig, richtig klasse. Vielen, vielen lieben Dank dafür und natürlich auch wieder für das Mitkommentieren. Andi Hering auch wieder super mit dabei und auch Jutta euch auch wieder am Start heute. Und ja, da haben wir noch gute Besserung da weiterhin. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Mit dem nächsten Lauf hier der In einer Woche, darf ich korrigieren? Eine Woche.
bereits. Zack, ist wie eine Woche? Ja. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Danke für den Tipp. Danke. Also, wird ein bisschen intensiver. Okay. In einer Woche geht es weiter in Cleveland. Es geht wieder rüber in die USA und ja, der Flughafenkurs. Ich bin schon sehr gespannt, wie der optisch tatsächlich umgesetzt wurde oder umgesetzt ist. Und freuen uns auf die nächste Woche dann. Also geht es weiter hier an der GT3 World Tour. Bis dahin, sagen wir tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.